Und damit, Leute, hallo und willkommen zum heutigen Stream. Wir spielen heute Animal Crossing und Mario Maker 2. Ja, krass, ne? Heute am 1. Mai, ja, Feiertag heute. Alle haben heute frei, oder zumindest die meisten. Und willkommen an die ersten Leute, und zwar Dishan, Juan, Ben, Darkwolf, Tuftendo, Lucky. Hallo, pünktlich. Moin, ja, du bist sehr pünktlich, das freut mich. Hallo. Ja, anfangen tun wir mit Animal Crossing. Da halten wir uns aber heute nicht so lange auf. Und dann geht's zu Mario Maker 2. Aber als erstes, Leute, ihr seht schon hier im Intro, ja, ich habe mein Einkaufsplatz komplett über den Haufen geworfen. Ja. Moin noch an Pete, Adrian, XX2, Justin, Finn, Nintendo Reactions, What Dude, Gumzilla Game, Doppel-F04, hallo, guten Tag. Moin, Leute, geht's euch gut? Ja, ihr seht schon, ich habe meinen Platz hier mit den Läden komplett neu gebaut. Hallo, Hanhui. Ja, und wir gucken mal, was jetzt Melinda uns hier gleich so erzählen wird, ja. Und später dann ein bisschen Mario Maker 2 Euro Level. Aber diesmal fangen wir an mit Animal Crossing und so. Und mal gucken und so, ja. Wir uns noch nicht so lange auf. Wir gucken mal, was wir heute so machen können am ersten Tag. Hallo, Leute. Es ist Freitag, der 1. Mai und so. 16 Uhr, ja. Punkt 16 Uhr. Läuft auf jeden Fall. Heute beginnt die Mai-Feierei. Kommt an den Service Center und holt euch eure Mai-Feierei-Tickets. Yay. Sehr schön. Ein kleines Dankeschön von Nook Inc. an die Inselgemeinschaft. Das wird toll. Ein Trip zu einer weit entfernten Insel. Etwas Erholung. Dafür seid ihr ja schon immer hier. Ja, okay, alles klar, danke Melinda für die kleine Erklärung. Gut, dann gucken wir mal. Und irgendwie ist bei mir der Chat jetzt schon wieder eingefroren. Oder es schreibt keiner was. Ich glaube, der Chat ist eingefroren. So, wir gehen als erstes zum Briefkasten, ja. Moin noch an König Bowser, Skillman. Hi, wie viele Bewohner kann man maximal haben? 10. Ui, hier ist ja wieder einiges los. Ein Hallo-Shirt, ein Sonnenliegel. Nook Direct Bank. Oh mein Gott. Gibt es hier Geld? Ja, Zinsen im Wert von 2800 Sternis. Naja, immerhin. Mareile hat mir was geschickt. Aha. Okay, aber nichts Relevantes. Und Nook Shopping möchte mich bedanken. Bedankt sich bei mir. Okay, alles klar. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, ne? Der Platz ist hier neu. Und ich habe die Zäune ausgewechselt. Alles jetzt blau hier. Ja, ja. Aber wir gehen zum Rathaus. Doch, bei mir war er eben eingefroren. Bei mir, wo ich jetzt gucke. Und ich hoffe, die YouTube-Glocke geht auch raus. Oder Animal Crossing will keiner sehen. Nook, hallo. Es ist heute der Mai-Tag, ja. Hast du was Schönes für mich? Oho. Ja, hier. Gönn dir dein Mai-Ticket. Ja. Krieg ich das jetzt? Mehr oder weniger. Ich weiß schon irgendwie. Ich bin Profi, ja? Das überrascht mich gar nicht. Du weißt Bescheid, Pierce. Ich bin Profi. Ja, ja. Mit der Mai-Feierei bedanken wir uns bei all denen, die hart arbeiten. Wobei meine Mai-Feierei-Tour keine harte Arbeit, sondern eher Vergnügen, vergnüglichen Freizeitspaß bedeutet. Nice. Mit meinem Reif für die Insel-Paket wollte ich die Möglichkeit bieten, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ich bin mir sicher, das ist mir auch gelungen. Ja, schon entspannt hier. Gut, jetzt quatschen wir nicht vor. Ich will reisen. Ich will reisen, Junge. Das weiß ich aus dem Trailer. Der Typ ist irgendwie lost, ne? Ja, ist okay. Bis zum 7. Mai können wir jetzt zum Flughafen gehen. Und das Ticket einlösen. Pius, die Anime kosten nur meistens Klicks, gehen runter. Wir müssen Plan B machen. Ja, ich weiß auch nicht, heute schon wieder. Also ich glaube, Anime Crossing ist irgendwie so ein bisschen... Weiß nicht. Da ist der Hype anscheinend komplett raus. Oder YouTube mag mich wieder nicht und haben die Abo-Box wieder nicht angezeigt. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen jetzt erstmal zum Rathaus. Vielleicht fühlt sich's ja noch. Würde ich zumindest toll finden. Und wir gehen erstmal nicht zum Rathaus, sondern zum Airport, ja. Und Creator HD, hi. Moin. So. Und Animal Crossing machen wir dann, Mario Maker machen wir dann später. Du weißt, was Plan B ist. Ja, er wird auch demnächst kommen. Ja, ich habe jetzt ein Ticket, ja, für die Mai-Feierei, genau. Mhm, ich möchte fliegen, ja. Ich möchte fliegen. Hallo, Pokerface, moin. Ja. Auf zur Mai-Feierei, genau.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier genau abgehen wird. Ich habe mich nicht gespoilert, deswegen bin ich mal sehr gespannt jetzt, was jetzt hier ist. Mit leeren Händen? Ja. Er hat nicht eine Schaufel oder so in der Hand? Junge. Los, komm. Los geht's. Und mal noch an Lars, LP Melone, ein super Player. Hi, Leute. Ja, später Mauer Maker. Jetzt gucken wir mal auf die Mai-Feierei-Insel. Bin sehr gespannt, was mir jetzt hier erwarten wird. Hab's noch nie gespielt. Und ja, ich weiß nur so viel, man kann hier Olli treffen. Und ja, da freue ich mich drauf. Auf den guten Olli, was der hier so mir gleich geben wird oder so. Mal gucken. Bin da sehr gespannt. Moin und Frey, hallo. Ein Labyrinth. Aha. Jetzt musst du ganz ohne Hilfe hindurch tapsen. Und noch dazu mit leeren Flügeln, Händen. Aha. Aha. Wir haben all deinen Kram, ja, schön verstaut. Vielleicht kriegst du die Hälfte wieder. Ja, danke. Mhm. Um also aus dem Labyrinth rauszufinden, bist du auf das angewiesen, was du vor Ort finden kannst. Oh, das ist jetzt so ein Überlebensmodus. Hallo Blue, hi. Und hallo an Lace oder so. Okay, weitere Infos gefällig, dann habe ich vielleicht noch... Ah, nee, ich komme schon zurecht. Ich bin Profi. Ich bin Profi. So, hi. So, wir haben jetzt hier ein Labyrinth und haben ein komplett leeres Inventar. Interessant. Und haben jetzt erstmal eine Schaufel. Okay. Mit der Schaufel können wir nirgendwo hier durch. Wir können das hier mitnehmen und natürlich nach da... Und hier ist eine Kirsche. Ah, und die brauchen wir. Ey, das ist ja voll lustig. Die Kirsche brauchen wir jetzt, um die zu essen, um hinterher den Baum wegzunehmen. Das ist beginnt voll gut, Leute. Also, wenn ihr gehypt seid, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, erstmal machen die Mineinsel, danach mal Maker und dann mal gucken. Ui. Okay. Komme ich auch irgendwie darüber? Nee. Ich kann nur geradeaus. Aha. Aha. Das ist voll interessant hier. Ich finde die Idee voll lustig. Da ist einfach gar nichts. Hä? Betrug. Hier haben wir Holz. Eieiei. Ich habe verstanden, man kann Jo Olli finden. Nee, da ist Olli. Nicht Jo Olli, sondern den normalen Olli. Der ist nämlich auch ein bisschen netter. Ah ja. Ah, ich habe eine Idee. Kannst du bitte darüber gehen? Das heißt darüber, Junge. Das geht nicht. Wir kommen nur geradeaus. Ah, ja. Hm. Das ist ja, jetzt bin ich hier. Komm, Ibi. Gar nicht weiter. Jetzt habe ich hier, da muss man ein bisschen nachdenken. Hilfe. Ja, so ein Dungeon. Eieiei. Ich brauche irgendwie eine Frucht. Aber wie komme ich an eine Frucht? Ich kann nämlich nicht seitwärts springen. Ich kann nur immer gerade springen. Das ist belastend. Wie komme ich denn dann weiter? Hm. Übersehe ich hier irgendwas? Das habe ich in 5 Minuten geschafft. Jetzt kommen ja wieder die Profis. Die möchte gern Profis. Ja, ja. Ich komme hier nirgendwo weiter. Was für Gehirn nicht vorhanden. Ich habe ja nur eine Frucht. Ah, warte mal. Kann ich mir eine Axt machen? Kann ich mir eine Axt machen? Wackelaxt? Ah ja! So ist das hier gemeint. Ah ja. Jetzt verstehe ich schon ein bisschen mehr. Aber wie bin ich da eben reingekommen? Okay, ich brauche irgendwie eine Axt. Und wenn ich die habe, dann komme ich weiter. Die kann ich mir craften durch das Fangen und das Einsammeln der Äste. Genau. Ja, erfolgreiches Denken, Leute. Das ist auch nicht so schwer. Und ich glaube, das ist bei jedem gleich, Blue, ja. Weil so viel können die, glaube ich, nicht per Algorithmus machen. Das ist ja hier alles muss alles sehr genau sein. So, hier war ich jetzt schon, aber irgendwo muss noch ein Ast sein. Wieso ist da nicht eine Schaufel? Ach, die kommt da immer wieder. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ich kann auch schütteln, ne? An den Bäumen.
Ja. Easy. So. Jetzt habe ich schon mal genug für... Bis den mittleren Weg nicht gegangen. Den mittleren? Das ist die Frage, wie ich da reinkomme, ne? Das war keine Schaufel. Nicht? Hm. Warte mal. Da komme ich jetzt nicht weiter. Ich muss wieder zurück hier irgendwie. Es ist gar nicht so einfach. Okay? Ist gar nicht so einfach. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, oder was? Ach doch. Nee. Muss ich mal so lang hier. Oh, das ist gar nicht mal so einfach, ey. Hilfe. Das ist zu viel für mein Hirn. Ja, ja. Da muss man erfolgreich nachdenken. The Legend of Oli Pius Adventure, ja. Kann ich jetzt irgendwas craften hier? Nicht? Hier ist keine Werkbank. Was? What? Okay, jetzt bin ich mal mit meinem Latein am Ende. Ich dachte, ich kann hier was craften. Hä? Wofür ist denn das ganze Material hier? Die Äste und so, hä? Ist wieder komplett überfordert. Hier ist los, was sehe ich denn nicht? Ich hab doch nur eine Schaufel. Oder ist da jetzt was anderes? Da ist ja gar nichts. Ach, da! Lol. Da war ich ja noch gar nicht. Oh, ja gut. Auf einmal ist da so ein Ding. Warte mal. Ich muss da irgendwie hinkommen. Warte mal, ich muss da einmal rumgehen. Okay. Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist die Schaufel, die ich von Anfang an hatte. Ja gut. Ja gut. Ich habe es halt als was anderes erkannt. Hat mir keiner gedacht, dass hier auf einmal eine Schaufel auftaucht. Oder eine Axt. Ach, das ist doch eine Werkbank. Ah ja. Das war easy. Ja, ich muss einfach zurechtfinden hier. Entspannter Leben. Jetzt haben wir unsere Axt. Na, geht doch. Die wollte ich schon von Anfang an, ja. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wir müssen mal im Kreis laufen. Wir müssen unsere Runden drehen. Dann schaffen wir das auch, ja. Immer schön im Kreis laufen. Und erstes machen wir dann diesen blöden Baum da weg. Der stört mich sehr. So. Jetzt ist die Achse. Jetzt ist sie schon wieder kaputt, ey. Das war easy. Ja, für euch anscheinend alle immer easy, ey. Da muss man ein bisschen nachdenken hier erstmal. So. Jetzt haben wir unsere zwei Kirschen, ja. Jetzt können wir, den Stein kaputt machen. Oder da hinten lang. Aber dass ich jedes Mal immer 3 Stunden rumlaufen muss, das regt mich irgendwie auf. Das ist ein bisschen unnötig. Weil ich kann ja nicht richtig springen. Da muss immer... Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Das ist eine gute Investition. Ja. Hallo, Leon. Hi. Die Axt kann nur einen Baum fällen. Ah, ja. Ich glaube, ich habe den richtigen Baum genommen. Nehme ich mal an. So, jetzt kann ich hier nochmal 2 Kirschen holen. Ist auch eine wichtige Sache, ja. Haben wir 1 Plus gemacht. Und jetzt würde ich gerne nach da unten gehen, aber da komme ich anscheinend noch nicht hin. Hallo? Spring da rüber. Ne, jetzt bin ich schon wieder hier. Ah, jetzt könnte ich da unten lang gehen. Ist das da? Warte mal. Ist das genau der? Ja, da komme ich, glaube ich, zur Werkbank, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. So nicht, ey. Ah, wieder rumgehen hier. Es ist anstrengend. Ist nicht so einfach. So. Was für... Ich verstehe eure Lost-Dinger nicht, ey. Man muss doch mal ein bisschen gucken. Ich habe keine Glaskugel, die mir sagen tut, wie ich gehen muss. Man muss gucken und ein bisschen rausfinden. Das hat nichts mit... In meinen Augen nichts mit Lost zu tun. Man guckt sich hier um und erkundet alles entspannt. Keine Ahnung. Ich schaue es ja trotzdem. So, jetzt können wir den Baum hier wegmachen und jetzt haben wir einen freien Zugang zur Werkbank. Und können uns eine weitere Axt craften, ja? Bin noch voller erfolgreicher Denker. Umgestalten, genau. So, oh wie süß. So, Wackelaxt. Wackelaxt können wir auch direkt umbauen? Ich glaube nicht, ne? Nö, warum auch? Moin an die 30 Leute, ich grüße euch. So, ich komme auch gut voran, oder? Also ich bin zufrieden, soweit. Wollen wir mal gucken hier. Kann ich jetzt hier? Nee. Komme ich wieder ins Nirgendwo, ne?
Ja, das bringt mir gar nichts. Ich muss irgendwie da reinkommen. Da muss ich, glaube ich, wieder rumgehen hier. Ja, dieses Rumgehen ist ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, jetzt komme ich da direkt zum Stein, ne? Nö. Komme ich nicht. Alles eine schwierige Mut. Ah, warte, ich weiß was. Hallo, geh doch da hoch. Ich weiß was, ich kenne mich aus. Ich hab's gleich. Jetzt noch mal hier rumgehen. Ja. Nochmal hier lang, nochmal hier lang, nochmal hier lang. Genau. Jetzt beim zweiten rein. Oder hier rein. Ja, hier rein. Perfekt. Jetzt haben wir sogar noch eine Kirsche. Ist das egal? Doch, ich setze hier ein. So. Rätsel lösen mit Pius. Ja, es läuft. Hallo, Marlin. Hi. So. Schaufel. Ich hoffe, die geht auch nicht kaputt. Okay, gut. Machen wir den Baum hier weg. So. Fauler Pilz mit dem Namen Pius. So, noch ein Baum weg. Tada. Jetzt kommen wir zur nächsten Kirsche, ja. Gucke an. Und die setzen wir gleich. Jetzt brauchen wir noch mehr. Es sind ja drei Bäume. Hm. Warte mal, jetzt will ich mal gucken, wie ich da unten hinkomme. Da war ja auch noch was, habe ich gesehen. Hier unten, wie komme ich da hin? Von außen habe ich das Gefühl. Hm. Sind hier noch irgendwo Kirschen? Weil nein, ich kann auch meine Axt benutzen. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich habe meine Axt, das weiß ich. So, ich habe nur... Weil die halten halt nicht lang. Ach, ah, scheiße. Mit der geht's ja gar nicht. Ich muss sie erst umkehren. Ja. Okay, das war jetzt so eine kleine Lost-Aktion, aber passt schon. Ich muss sie ja erstmal umbauen, ne? War jetzt ein bisschen lost, ich weiß. Ich muss sie erstmal umbauen, aber auch kein Stress. Was war das hier? Nein, ein weiter. Okay. 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 Jetzt kam ich da gar nicht hin, ne? Nee. Alles wird gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Jetzt müssen wir noch rumgehen. Die umbauen. Und dann sind wir bei Olli. Olli, ich bin gleich da, Kollege. Die Bäume fällen, nicht ausgraben. Die drei Früchte brauchst du noch. Ich habe keine drei Früchte, ich habe nur noch eine Frucht. So. Und mal an Jason, hi. Wir alle könnten das Labyrinth in 5 Minuten schaffen mit verbundenen Augen. Das lässt aber auch nur du, ey. Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden, ey. Ist geil, was ihr alle habt. Erkunden gehört dazu. Hellseher. Du sollst ja ein bisschen nachdenken, also, Ralf. Ah. Jetzt komme ich hier wieder nicht weiter, ey. Darf ich wieder 2 Stunden im Kreis laufen? Aber im Kreislauf muss ich gefühlt wieder. So, jetzt muss ich dann nur noch da, ja, hier rum. Ah! Diese blöden Löcher! Ich habe mich schon gewundert, wofür die da sind. Jetzt weiß ich es. Um aufzuregen. Ja, ich muss da unten. Ja, jetzt bin ich hier gerade überfragt. Jetzt komme ich hier nirgendwo gefühlt mehr rein und raus. Darf ich nochmal im Kreis laufen? Es ist anstrengend, okay? Um da überhaupt mal wieder reinzukommen. So, jetzt so. Nach unten. Nee, bringt ja auch nichts. Scheiß Rätsel-Level, ey. Das Event macht mich fertig. Wo komme ich denn jetzt denn durch? Hallo, Geld ist egal. Gefühlt komme ich hier nirgendwo durch. Hä? Kam ich denn da eben durch? Bin überfordert. Ah, jetzt hier beim Stein, ne? Ne, der Stein bringt mir auch nichts. Der war ja hier. Bruder. Ach doch. Warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt schaffen wir das.
Jetzt habe ich eine Idee. Glaube ich. Ha! Es war ein schwieriger Weg. Aber ich hab's. Es war ein schwieriger Weg. Oh. So. Jetzt machen wir alles Schrott hier. Ich glaube mal, die drei Bäume hält diese Axt auch aus. Ja. Ja, zumindest sehr praktisch. Du musst an das Ende gehen und dann kannst du außen langlaufen. Du brauchst halt drei Kirschen, um die Steine zu zerstören. Ja, drei Kirschen habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch eine. Ja, machen wir so. Komm verspätet wegen Hausaufgaben. Kein Problem. Haben wir gerade angefangen. So. Langsam machen wir Fortschritte, Leute. Ja, langsam. Wird das warte, ja. So. Am Ende zählt der Sieg. So. Hallo, Jo Olli. Ich bin gleich da. So, was sind das jetzt hier für Dinger? Ach, ein paar Sterni-Coupons. Okay, ganz süß. Muss die Bäume auch nicht ausgraben. Achso, ja, kann er rüber. Ja, rüberspringen, klar. Ich will mal gucken, ob ich jetzt hier rum einfach kann. So, ja, ja, sollte gehen. Obwohl, ich kann auch anders... Ich brauche gar nicht so lange gehen. Ich glaube, ich kann auch einfach andersrum gehen. Das geht schneller. Obwohl... Ich glaube, es ist genau dasselbe. Ja, ändert auch nichts. Aber ich glaube, wir sprechen erstmal mit Jolly. Hallo? Ja, moin. Du hast das Ziel geschafft. Du hast es zum Ziel geschafft, ja. Hey, sind wir zwei uns schon mal begegnet? Ja, in New Leaf, ja. Dein Gesicht kommt mir ziemlich bekannt vor. Okay. Oh, entschuldige, bin schon auf so vielen Inseln gewesen und hab's nicht so mit Gesichtern und Namen. Auf dieser Insel bin ich aber zum ersten Mal. Ganz schön, hm? Seltsam hier, oder? Was führt dich hierher? Ich hab eine Einladung bekommen von Nook, ja. Tom Nook schickt mich, genau. Sekunde mal, du kennst Tom Nook, oh mein Gott. Wegen dem Ter bin ich auch hier. Ich glaub, der will uns alle umbringen. Gibt's hier Spinnen? Ja, ja, ganz viele Spinnen, ja, ja. Der wollte, dass ich mit mir diese neue Attraktion ansehe. Ah ja, ah ja. Ah ja, Sprachlernbubble. Aber mit einem Labyrinth hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Miau, das ist dann nicht mal Überraschung, ja? Krass. Da du Tom Nook zu kennen scheinst, heißt das etwa, ihr beide lebt auf einer derselben Insel? Ja, auf Toad Island, ja. Er will einen Baum anzünden. Stimmt. Dein Feuer ist ziemlich nah. Na sauber. Hab gehört, Nook hat dort ein recht hübsches Ding. Ja, genau. Inselchen. Ja, 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 ja. Toad Island. Genau, genau. Bingo. Haha. Das wusste ich doch sofort. Ja, kommst du vorbei? Ich hab einen Namen. Also, der Pius bist du also. Ah ja, guten Tag, moin moin. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, hi. Gibt's ein Geschenk? Oh, er hat ein Geschenk für mich, Leute. Bei mir ist ein kompletter Weltuntergang. Inwiefern? Schlechtes Wetter oder was? Hallo Tim, moin. Hat mich echt gefreut, dich getroffen zu haben. Und ausgerechnet hier, wenn das mal nicht Schicksal war. Hätte echt nicht gedacht, dass ich auf einem abgelegenen Inselchen so viel Spaß haben werde. Sprache lernt heute hier ganz groß. Hoffentlich laufen wir uns nochmal über den Weg. Au rein, Kollege. Ja, tschüss. Sprache, ich kann, guck mal, kann ich wegschieben. Schieb dich einfach mal ins Wasser. Jo Olli muss weg. Aber irgendwas sagt gleich oder so? Jo, Olli möchte baden. Bleib im Wasser. Okay, er läuft wieder. Pius 18 denkt, dass Tom Nook ihn umbringen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, gucken wir mal auf das Geschenk. Ein Koffer von Olli. Ah ja, was da wohl drin ist. So, ich würde sagen, wir gehen mal... zum
Secret Geschenk, würde ich es fast sagen. Schlechtes Wetter, das Wetter wechselt gefühlt jede Minute. Erst regnet es, dann hagelt es und dann schneit es. Ja gut, belastend. Das ist Polly. Ja, Polly. Polly ist gerade draußen bei mir. So. Ja, komm ja gar nicht hin. Oh. Andersrum anscheinend. Ja, geil. Das ist aber blöd. Dann halt so. Dachte, ich komme da durch. Belastend. So. Bin mal sehr gespannt, wie der Koffer von Olli gleich aussehen wird, ja. So. Okay, ich bin durch. Jetzt zu den... Genau. Ach, scheiße. Ah, ich habe ja meine Axt noch, ne? Damit gehen die auch kaputt, ne? Nee. Die gehen nur mit... Nein! Ich habe meine Kirschen verballert. Belastend. Dann halt nicht. Ja, schade, ey. Das war's komplett, Leute. Ich habe meine Kirschen verballert. Na egal. Ich habe eh genug Geld. Weißt du was? Ich glaube, ich hänge noch ein bisschen ab. Ja, ist schon ganz geil hier. Okay, mach das. Und wir reisen wieder zurück. Lost. Belastung. Ja, ist egal. Passt schon. Kam man nur einmal auf diese Insel? Das weiß ich nicht. Aber was willst du denn zweimal hier? Wenn es ein anderes Labyrinth gibt, dann schon. Starte neu. Warum? Wegen den paar Sternis da? Nö. So. War aber ein nettes Spiel, muss ich sagen. Ja. Hat mir gefallen. Der olle Nook wird Augen machen, wenn er davon erfährt. Ah ja. Ah ja. Er ist ja freundlich. Ja, ja. Okay, dann fahren wir wieder zurück. Ab nach Hause. Was labert denn jetzt so voll hier? Hä? Ich bin nach Hause. Du spürst, ey. Ah, es wird mir nach Hause geliefert. Ah, ja. Aha. Okay, alles klar. Da mal ab nach Hause. Der labert. Warum labert er so viel? Bring mich aber nach Hause, Junge. Der olle Pius mit faulen Augen, Mann. Ja, ja, der olle Pius, ey. Ja, ja. Ja, ja. Man kennt ihn. Die Oberzicke. So. War ein netter Ausflug, muss ich sagen. Ich bin zufrieden. Aha, wenn er wüsste, was mit dem Koffer passieren wird. Es geht erstmal in die Post, ja? Und bekomme ich dann wohl morgen oder so. Belastend. Hier liegt immer was rum. Immer dieser Müll hier. Wollen wir mal ein bisschen Geld hier? Oder ist er jetzt schon da? Zumindest irgendwas im Briefkasten, ja? Wenn wir mal gucken jetzt hier. Ist das das, was ich haben möchte? Wir werden es sehen. Ah ja. Sind das... Ja, das Geschenk von Olli, okay. Und die Sternis. Ah, sofort da. Olli macht Bombenprank, ja. So, Olli. Wie sieht dein Koffer aus? Zeig mal dein Haus. Hat sich nichts verändert. Habe ich schon gestern oder vorgestern gesagt. Vorgestern. Das ist er. Das ist der... Leute, das ist ein Easter Egg. Zumindest zum Teil. Also der Bus, der erinnert mich irgendwie an Let's Go to the City. Und die Bahn da unten, die ist ja aus den anderen Teilen, ne? Alle anderen Teile hatten ja die Bahn und den Bahnhof. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Easter Egg. Ja. Das sehe ich sofort. Ich bin da Animal Crossing Profi, ja, ja. Ja, ja. Ich bin der Profi. Hm, bekommst du heute, ja? Zum Glück. So, wo machen wir das hin? Gehen wir mal ins Arbeitszimmer. Nett, ja. Hab die anderen Animal Crossing Teile nie gespielt. Ja, ich habe bisher auch nur New Leaf gespielt. Und ganz kurz mal... Let's go to the city. Können wir den Koffer da oben rauf tun? Da. Nö, warum auch immer?
Ich kann wieder gucken. Willst du nicht spoilern, Blue? Ah, ja. So, Koffer. Hier, Blue, nochmal ein Spoiler. Extra für dich. Und was haben wir hier? Ah ja, die Sterni-Dinger, ja. Nein, White Wood hatte das Taxi. Das ist einfach ein Bus. Das ist doch kein Taxi, Junge. Das ist für mich ein Bus und kein Taxi. So, und hier ein bisschen Geld, ja. Wie kann ich die eigentlich einlösen? Bei Nap und Schlepp, oder wie? Hm, werden wir gleich mal gucken. Keine Ahnung, hab ich noch nie gehabt, die Dinger. Gehen wir mal das Rätsel, okay, ja. War echt teuer, also mir hat die Insel gut gefallen und man musste ein bisschen nachdenken, ja. So ein bisschen den Kopf einschalten, ja. Und ich hab's geschafft, Leute. Mhm. So, hier, neuer Bewohner übrigens. Der Lupo, der ist eingezogen und Sophie wollte weg. Die geht's heute gut, was? Ja. Guck mal, ich grins. Trotz des trüben Wetters. Nee. Lang kann ich das nicht mehr durchhalten. Ah ja. Der Lupo ist sieht schon ganz nett aus, der Typ. Optisch und so. Ja. Und ja, hier ist auch ganz nett. Hier der Park. Wasserzaun hier. Thomas macht da irgendwas. Der singt. Thomas, machst du sehr gut. Thomas, Zugabe. Machst du gut. Okay, ja. Hallo Trita, was geht? Und ganz neu ist hier mein ganz großer Markt. Ja. Nappladen, Schneiderei. Hier das Ding hier. Und hier kommen für zukünftige Updates. Habe ich schon alles geplant, ne, 3 Flächen hier unten und hier oben kann auch noch ein Laden hin, ja, alles geplant für Updates, mhm. So, ab mal zum Laden hier, mal gucken, was er heute so im Sortiment hat, ja. Animal Crossing für den Gamecube hatte Bahn, White World hatte Taxi, Let's Go City hatte den Bus und New Leaf hatte Bahn, ja, und New Horizons hatte Flugzeug. Was wird denn wohl der nächste Teil bekommen, hm? Die Flugtaxis? Kaffeemaschinen? Oh, das Dreier, das ist süß. Das nehmen wir mal mit, komm. Kann ich eine Palmlampe? Kannst du die bei mir, ja. Ich kann sie nur herstellen, hat man dafür braucht man eine Anleitung. Also ich kann sie nicht bestellen und dir zuschicken. Ich brauche da die Materialien für, aber nichts Wildes, ne? Du brauchst dafür die Kokosnüsse, ich glaube ein bisschen Holz und irgendwas anderes noch. Aber du kannst sie halt nicht normal kaufen, sondern musst die herstellen, ja. So, sonst hat der jetzt hier nichts. Haben die nichts Geiles jetzt hier im Angebot? Und hier jetzt eher auch nicht so. Ach Gott, was ist das denn, ey? Schlimm. Flaxis, ja. Im nächsten Teil teleportiert man einfach. Ja. Wir erweitern unser Spielerlebnis. So, bitte einmal hier die Sterntickets, Sternis einlösen, ja. Da. Ich denke mal, so macht man das, ne? Ja. 12k, ja, wunderbar. Optimal. Hallo Gabi, moin. Eine Espressomaschine, ha? Die schon stylisch und Kaffee schmeckt gut. Ja, kauf dir. Hier ist bei mir Sophie letztens auch ausgezogen. Er läuft. Sophie hat keinen Bock mehr auf uns, Leute. Ja. Jetzt sind wir im Grunde erstmal fertig mit Animal Crossing. Und jetzt wollte ich zu Mario Maker 2. Wir haben die Mai-Insel gespielt. Das war alles, was ich heute machen wollte. Aber wir gucken noch mal ganz kurz mal im Rübenpreis. Der interessiert mich jetzt noch, ja. Pius, brauchst du wieder Bänke? Nö, gerade nicht. Alles gut, danke dir. So, Rübenpreis. Wie hoch ist der? Oh! Leute! Was ist denn hier los? Das ist bisher der beste Rübenpreis, den ich hatte oder habe. Läuft. Oha. Noch nie so gut. Hallo Alex. Noch nie so gut. Krass. Ja.
Das ist ja mal super. Könntest du mit mir ein bisschen was tauschen oder so? Ich brauche dringend mehr Dekoartikel. Tausch ist schwierig. Was willst du überhaupt haben? Hallo Fabi, hi. Hallo Trita, moin. Entspannt. Ja. Geh noch kurz zu Schubert. Hat er irgendwas Schönes für uns? Taschen. Ja. Eher nicht so. Höchstens die Schuhe hier. Nehmen wir mit. Aber Rübenpreis ist krass heute. Ja. Und hallo Pupa, hi. Morgen zieht Michael Jackson zu mir. Oder Michael meinst du ja dann, ne? Nicht Michael, sondern Michael. Ah ja, Thomas. Leck. Bei mir nicht. Thomas, machst du sehr gut? Sehr gut. Ja, dann sind wir mit Mario Maker erstmal fertig, würde ich sagen. Oh, Mario Maker. Animal Crossing und gehen zu Mario Maker, würde ich sagen, oder? Ja. Da spielt dann eure Level. Genau. Ja. Ich bin mit meiner Insel soweit zufrieden und warte auf weitere Updates von Nintendo, damit das hier noch ein bisschen voller wird. Ja, ja. Ja. Dann mal los. Wir speichern, ganz wichtig. Speichern ist wichtig. So. Und dann mal los. Immer noch 4 Sterne, nicht 5 haben wir inzwischen. Inzwischen haben wir 5, ja. So, Mario Maker 2. Los geht's, eure Level. So. Ich öffne mal das Formular. Formular, genau, genau. So. Jetzt geht's los mit euren Leveln. Ja, ja. Es geht los. Mit euren Leveln. Ich bin sehr gespannt, was ihr heute so für Level für mich habt. Ja. Ich hoffe einfache. Einfache, ja. Kann ich auch eine Frage stellen? Ah ja, Blue. Was willst du von mir? So, das Formular ist jetzt eröffnet. Sehr schön. Ich hoffe auf Qualität. Wäre sehr schön. Ja. 24, speichern ist wichtig. Nein, Resetti gibt es nicht mehr. Ja, aber wegen kaputten Spielstand und so. Also immer sehr wichtig, speichern, nicht einfach rausgehen, weil am Ende ist der Spielstand noch kaputt. Das wäre sehr belastend, ja. Das wäre blöd. Deswegen ist speichern sehr wichtig. Und jetzt lagst du oder was? Nö. Aber hier geht gar nichts mehr, okay. Ah ja. Ah ja. Hallo. Hallo. Was ist das jetzt hier? Ja. Läuft. Verarschen oder so? okay, Leute, Daumen hoch.
Hast das auch? Oh, lass dann gerade richtig lang. Aha. Ja. Ah ja. Ja, das hat mein Spiel immer sehr erweitert, ja. Ja, wenn ihr auch mal ein Level von mir spielen wollt, meine Baumeister-ID seht ihr da. Gönnt euch. So, und wir gehen zu euren ersten Leveln, ja. Mal gucken. Und die ersten Level für heute sind... Ah, komm. Lade die Seite. Die ersten Folge sind von Taftendo. Okay. Mario Bros. U. Es soll leicht sein. Okay, ja, dann ist es ja ganz easy. Ja. H91. 9VN. Und J3G. Ist ja ganz entspannt, ja. Welt 2-2. We are blown, okay. Mein Bruder lässt mich mein Level nicht weiterbauen. Oh, belastend. Dann schick ihn weg. Box ihn weg. Ich finde wieder so wie We are blown irgendwie unnötig, einen Titel zu schreiben, also weiß nicht. Muss nicht sein. Ich meine, als wäre ein Level jetzt so irgendwie so Fame oder dein Account so Fame, dass Leute das Level zweimal spielen, weißt du? Also irgendwie ist das Re-Upload so ein bisschen unnötig, finde ich zumindest. Aber okay. Weil du kannst es ja nicht entfernen, weißt du? Bei YouTube kann man ja den Titel wieder entfernen oder verändern. Bei Mario Maker geht das ja nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen unnötig und nicht gerade hübsch, dass da Re-Upload steht. Ja. Denke mal, das Hauptlevel hast du eh gelöscht. Aber ist okay. So. Ein ganz klassisches Mario Bros. Level, nehme ich mal an. Sieht zumindest so aus. Ja. Nee, ich habe was gefixt, das ist mir schon klar. Aber warum wieder Blut? Lass du einfach hoch und gut ist. Das war ich damit. Einfach hochladen, das andere Level löschen, die erste Version, und dann ist auch wieder gut. Ich finde das wieder Blut ein bisschen unnötig halt, weißt du? Ist halt für immer da und sieht halt ein bisschen doof aus. Ja. Wieso soll ich jetzt aktivieren? Was habe ich davon? So. Gibt es hier Star Coins? Skill. Wird gut. Mit der Eiche. Aus Mario Bros. U. Ja. Die Eiche kann ich gut. Ich habe noch nie den Ballon gespielt aus Mario World, ja. Der ist noch Neuland für mich. Und da ist auch gleich... Nein! Okay. Checkpoint. Mhm. Und viele Gumbas. Das Level ist eingesetzt. Sehr gut. Ich erwarte heute wieder Qualität von dir, ja. Sehr große Qualität. Und vor allem leichte Level. Ja, ja, ja. Na? Das ist irgendwie unnötig. Ich meine, wofür? Ich kann doch einfach so hoch. Hä? Was soll das? Kommt da was raus? Nö. Man kann da rein, okay. Eiche sind toll, ja. Okay, das ist hier. Aha. Aha. Okay. Irgendwie abgekürzt oder so. Jedenfalls im Ziel. Und das war wirklich leicht. Ja. Ja, ich meine Star Coins, Red Coins oder diese Münzen. Das ist mir schon klar. Aber ich meine Star Coins symbolisch, ja. Symbolisch. Nicht ernst gemeint. Symbolische Star Coins, das war gemeint. Das ist mir schon klar. So, das war das erste Level. Jetzt geht's weiter mit dem Level von Dishan. Ah ja. Mario 3D World. Mhm.
Mal gucken, was er so gebaut hat. 5, 2, 4. R, L, F. Leicht. Leicht jetzt gerade oder was? Nö. Nö, okay. Ja, keine Ahnung. Benjamin, hi, grüß dich. So, das Ziel ist weg, Staffel 4. Yay. Wie viele Level sind an Liste, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall einige schon drin, aber ihr könnt noch welche einsenden, ja. Das Ziel ist weg, es geht ja los. Pius hat ein Level geschafft. Ja, Party, ey. Party. Ich habe ein Level geschafft, ja. Krass, ne? Auch das Level werde ich schaffen, ja. Ich werde heute alle Level schaffen, ja, ja. Ja, vielleicht mal gucken. Mal warten. Als ob da ein Iglo-Fisch kommt. Ja, geil. Das kann ich noch irgendwo her. Aus einem anderen Level von ihm. Ja, ja. Aber egal, das ist einfach. Ui, Kanone. Kanone. Ja, mal gucken. Am Ende kommt wieder ein Kamek und das... Hä, wofür? Okay. Wofür war eben die Kanone? Ich weiß es nicht. TT, Team Toad, Leute. Yes. So muss es. Ja, ein paar Keks. Aber die können ja so eh nix. Und jetzt ist schon der erste Checkpoint. Du meinst Magikoopa? Nein, Kamek. Das ist für mich ein Kamek, ja. Ich kann als Goomba nicht die Items benutzen, also nicht den Bumerang, okay. Auch was Neues für mich. Das wusste ich noch gar nicht. 2,5D. Was meinst du damit jetzt? komm, komm her. Wo bist du? Ah, da unten. Als ob. Das ist sie da. Alles klar, jetzt aber eine hier. Die streckte ohne Ende. Pier 2020, Mario 3D World. Ich, was? Ist Mario 2D 2,5 World? Verstehe ich nicht so ganz. Es ist das 3D World Theme, ja, das stimmt. Und ja, es ist nicht wirklich 3D, aber es ist trotzdem das 3D World Theme. So, da ist der nächste. Richtige, so, fertig. Moin, Heiko, grüß dich. Das Level kann nur gut werden. Da immerhin kann ich das eine benutzen. Das kam gerade bisschen überraschend, ja. Kommt auf einmal so ein riesen Bum. Bum. Bum, bum, komm her. Okay. Nein. Und was ist denn jetzt los hier? Willst du mich verarschen? Kilian! Überraschung. Test, Test 123. Leute, lasst auf jeden Fall Pilze da. Ich habe euch nicht erschreckt. XD, endlich Piu. Ass wieder spenden. Mehr gibt es aber erst, wenn Pius mehrere Level von mir geschafft hat. Er hat einfach ein 100... XD. Ah ja! Kilian! Er haut einfach 100 Euro raus. Ah ja. Kilian, dann. Schau mal, du bist doch noch nicht mal im Chat hier. Bruder, muss los. Ja, ich habe jetzt wieder per Type hier eingerichtet, weil hat Kilian schon mal gesagt, dass er über Super Chat nicht so gerne macht. Ist auch verständlich, ja? Ich danke dir, Junge. Er haut einfach direkt einen 100er raus. Man kennt ihn, ey. Kilian, riesen Dank an dich, ey Junge. Es kam so überraschend, auf einmal so kommt da so ein Todgeräusch und einfach ist alles Ende hier, ey. Ich danke dir, ey Junge, ey. Erfolgreich denken, ja. Ja, okay, ich bin sehr gespannt auf dein Level gleich, ja. Mal gucken, ob ich noch irgendwas heute schaffe. Ich danke dir auf jeden Fall. Es ist so alles so ruhig, ich spiele ganz entspannt, so ein Level auf einmal so. Kommt da so eine 100-Euro-Donation von Kilian. Man kennt ihn. Ja, genau, das war gerade lusthaft, Tendo. Genau das. Ich sitze hier ganz entspannt. Auf einmal kommt Kilian so, 100 Euro! Das kenne ich sonst nur von Blue, da kommen wir mal so random. Dank dir.
Jetzt geht's aber ab hier, ey. Hab den Weltrekord. In diesem Level, oder was? Aha. Immerhin, mit Bumerang kann man Bowser ganz einfach besiegen. Ich danke dafür, war riesig, Kian. Also Kian hatte schon öfters kranke Summen rausgehauen. Ich weiß, rausgehauen. Ich weiß, letztes Jahr zum Geburtstag von mir. Ich glaube, da hast du 300 Euro gesperrt, kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Auf jeden Fall, das war krass. Wo du das Level gebaut hast von mir, oder für mich, das Geburtstagslevel, das war echt ein Highlight, muss ich sagen. Das war echt mega. Ich danke dir auf jeden Fall. Junge, ey. Junge, Junge, Junge. Und dort ist das Ziel, was jetzt weg ist, wegen den ganzen Magikoopas oder Kamex, ja, ja. So, und jetzt können wir aber ein Ziel. Das waren 200, ja, okay, aber insgesamt habe ich schon locker 300 rausgehauen. Und das ist sehr krass. Er geht gefühlt nur für YouTuber arbeiten. Kilian, hast du für dich auch noch Geld? Ich hoffe es. Was ist mit dem Stuhl los? Der bricht halb zusammen hier heute. Ja, was ist denn hier los? Das Level war einfach, ja. Das ging klar. Da hat die Schwierigkeitsangabe leicht auf jeden Fall gut gepasst. Und Kilian, einfach nur krass, ey. Einfach nur krass hier heute wieder, ey. Was soll ich dazu sagen, ey? Und ja. Wir machen weiter mit dem Level von AP Minone bis zum Start. Ich glaube ja, ne? Auf jeden Fall mehr als genug. Oder das ist gut, das ist gut, das ist gut. Mehr als genug, ja. Pius, die Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Okay. Und hallo, sehr schön. Hi. Laser. Pius ist Millionär. Nee, das auch nicht, ey. Da fehlt noch ein bisschen. Also Kilian, da müssen die Summen noch mal ein bisschen höher werden. Ja, Millionär, ey. Das geht nicht so einfach. Da musst du das Geld, was du hast, musst du investieren irgendwie. Und dann, oder in Aktien. Ich hatte schon mal überlegt, Nintendo-Aktien zu kaufen, aber gerade sind die so hoch, ey. Gerade ist das keine gute Idee. Aber zur Wii-U-Zeit, Junge, hättest du zur Wii-U-Zeit Aktien bei Nintendo gekauft, Junge, du wärst jetzt Millionär. Weil zur Wii-U-Zeit waren die ja sowas von im Keller. Das hat Level schon gespielt. Oh, nö. Er sendet einfach nochmal ein. Oh, willst du dich umbringen, oder? Oh, nee, ey. Er macht's einfach nochmal. Er macht es einfach nochmal, Leute. Ich glaub es nicht. Pius, dafür musst du aber auch meine schwierigsten Level schaffen. Ohne Moos nichts los. Die schwierigsten Level schaffen? Naja. Probieren tue ich's ja immer. Moin, Leute. Hallo, Kamek aufs. Hi, grüß dich. Oh, no. Was ist das nochmal für ein Level? Wann habe ich zuletzt gespielt? Wann waren das? Das muss doch kurz gewesen sein, ne? Was ist das erste Level im ersten Mario Maker 2 Update Stream? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich warte immer, bis Pius aus Versehen ein Dislike gibt im Mario Maker 2. Das passiert nicht so schnell. Ah, das Level war das, glaube ich. Ja, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Mal gucken, ob es diesmal was wird. Aber bitte, eigentlich setze ich die Level zweimal ein. Also eigentlich möchte ich das nicht, dass ihr die Level zweimal ein dann tut, weil... Ja, hat schon einen Grund in der Regel, dass ich die abbreche. Aber ich mach mal gerade eine Ausnahme, okay? Aber in der Regel möchte ich Levelspiel noch nicht gespielt haben und nicht nochmal die zwei, nochmal zweimal dieselben. So, oh, komm her. Okay. Das war Boss Nummer 1. Der ist ganz einfach. Ah ja, hier der. Der war ein bisschen schwieriger. Den fand ich zum Teil eklig. Ah. Allein deswegen. Es ist einfach ganz unten, ey. Komm her! Oh no! Yes, er kann einfach sterben, stimmt! Erfolgreiches Denken, Leute. Er stirbt einfach. Das sind die. Oh nein, nicht der Boss. Der war schlimm. Der war echt zum Kotzen. Weil der einfach 3 Stunden dauert. Ja, der gefällt mir mal so gar nicht, weil. Guck mal. Du musst einfach immer nur Feuer schießen. Mehr passiert hier nicht. Das 3 Jahre. Und immer ausweichen. Du kannst eigentlich nicht sterben, weil hier sind überall Yoshis. Und das halt 3 Mal. Das ist ein bisschen unnötig, der Boss hier. Der gefällt mir so nicht. Aber sonst war das Level, glaube ich, ganz gut. Oh ne, das Level mit dem... Oh, ich weiß es, was das war. Das war das Level, wo ich verarscht wurde. Wenn der Boss da nicht rauskommen wollte.
Genau das war das. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Scheiße, Ludwig. Ja, aber der Boss ist halt wirklich lame. Also da hätte ich was anderes mir überlegt. Weil der macht auch null Spaß. Halt wirklich absolut nicht. Weil es einfach nichts Besonderes ist. Du fliegst hier halt nur dumm rum. Und musst Feuer, mit dem Feuer treffen. Alle anderen Bosse waren kreativ. Das ist nix hier. Das ist gar nix. Das ist einfach nur unnötig Zeitverschwendung. Vor allem dreimal, ey. Ja gut, dreimal halten die immer aus. Das meine ich ja nicht jetzt negativ in dem Sinne. Aber dauert einfach ewig. So, einmal noch. Ludwig fliegt 5 cm, ja. Der kann hier nicht viel fliegen. Oh, jedes Mal, dauernd macht er dasselbe. So, Volkers decken. Na komm. Oh. Vor allem, weil er nichts machen kann, macht er, schießt er die ganze Zeit. Und zwar wirklich die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Real talk. Na, endlich. Das ist wirklich unnötig. Kannst du meine Insel spielen? Level. Ja, wenn du es einschicken tust, Link zum Einsenden in der Beschreibung. Ah, ist, ja, ja, das ist genau das Level. Jetzt kommt hier wieder der Propeller, ja. Jetzt wird's gleich krass, Leute. Erstmal die Eiche. Eigentlich hier aber die Blume. Ich nehme die Blume. Gab's überhaupt einen Checkpoint? Ich weiß gerade gar nicht. Jetzt kommt hier wieder Wendy. Ja, ja. Zuschauer vom letzten Mal erinnern sich. Das Level war kritisch. Genau deswegen. Ja, genau deswegen. Auf so viel musst du hier gleichzeitig achten. Und das ist einfach nur Bullshit, finde ich. Das alles hat irgendwie nicht gesehen. Doch, die Wendy schon. Wendy schon. Und da bin ich immer gestorben. Ja gut, ach, Iggy, stimmt. Iggy war der Keck, der sich da, der da unfair gespielt hat. Ja. Der Chat besteht nur aus gelöschten Zahlen. Wir löschen alles. Wir zensieren euch. Bis zum Ende. Ja, geil. Wir zensieren euch alle. Ah, ja. Ja, wie gesagt, das Level schaffe ich auch heute nicht. Deswegen, ich würde mich auch freuen, wenn du nicht Level 2-mal einsenden tust, weil es hat schon einen Grund, dass ich es abgebrochen habe, weil letztes Mal habe ich, glaube ich, über eine halbe Stunde daran probiert. Bin immer wieder gestorben. Deswegen, sendet mir bitte neue Level ein und kein Level, die ich schon vor 2 Streams gespielt habe. So, das nächste Level wäre von Juan. Und zwar auch Mario Bros. U. Mittel. Bist du da? Einfach anders selber einsenden. Einsetzen, man kennt ihn. Ja. Einsenden. Ja. Ja, und nicht weinen, alles wird gut. Alles wird gut. Du bist da, sehr schön. Sehr schön. So. Mario Bros. U. Das wird mein Spielerlebnis erweitern, hoffe ich. Ja, so WDL, dann F0G, sehr gut. Das ist doch optimal. Na, Pius, da warst du wohl sehr überrascht, ne? Ja, ich war überrascht. Auf einmal so, ich höre so einen Toad-Sound und denke mir so, was geht denn jetzt ab hier? Weil, weißt du, normalerweise kommen die Donations ja per Superchat. Da sehe ich sie ja vor, ne? So ein paar Sekunden oder so im Chat schon oder so, bevor die halt wirklich eingeblendet sind im OBS-Ding. Aber diesmal was anders, ja. Diesmal was anders. Und tschüss, Melone, hau rein. Bis gleich, ich versuche das New Super Mario Level nachzubauen. Welches denn nachzubauen? Okay, mach das mal. Gönn dir. Habe ich jetzt das falsch gemacht? Kommt das Ding wieder? Nee. Komischer Beginn. Okay. Nach 3 Sekunden ist Ende, wenn man nicht aufpassen tut. Okay. Und Wolf ist ein unsichtbarer Block.
Oh, Junge. Okay, der Beginn ist ein bisschen merkwürdig. Wofür sind die Wegglas? Hä? Ich schicke gar nichts. Alles klar. Random Pilz von oben. Und wo geht's hier lang? Nirgendwo. Einfach nach rechts, okay. Okay, der Beginn war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Jetzt wird's hier ein bisschen verständlicher. Oh, shit. Oh, ja, moin. Was? Ja. Kann's auch runterspringen, okay. Einfach runterspringen. Ja, hier noch nicht, oder? Doch, es geht. Okay, alles klar, gut zu wissen. Übrigens, ich bin fast 10 Monate ehrentot mit dir. Ja, das ist übelst krass, Kilian. Das habe ich auch schon gesehen. Und bald bist du auch bei 12, kriegst du ein neues Logo. Ja, ja. Das ist einfach krass. Was du hier raushaust, allgemein bei Nintendo, in der Nintendo-Szene, bei so vielen Leuten, das ist halt wirklich sehr ehrenvoll, Kilian. Hohoho, dieser Koopa ist aber nicht ehrenvoll. Der ist schlimm. Kollege. Kollege. Ja, und jetzt? Okay, okay. Weg damit. Ganz schnell. Ich wollte, ich habe nach oben gedrückt. Aber er wollte sie nicht festhalten. Belastend. Toad. Was ist los mit dir? Krass, Kilian, ich bin erst seit 2 Monaten dabei. Ja, erst, ne? Jeder, der hier Mitglied ist, ist ja übelst krass. Und auch alle anderen, die dabei sind. Alles wunderbar. Das hier ist nicht so wunderbar. Das ist belastend. Schnell, 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 der Monty darf nicht rauf. Nein. Als ob. Hier passieren so viele Dinge, die, da kann man nicht mit rechnen. Hier passieren Dinge, die hätte ich niemals für möglich gehalten. Unmögliche Dinge. Kletter an den Recken, das ist mir schon klar. Er wollte halt eben nicht klettern. Das ist so das Ding. Er wollte eben nicht klettern. So, jetzt ganz schnell. What the hell? Okay, Koopa, komm her. Komm her. Alles wunderbar. Schnell. Weg damit. Okay. Vieles, warum so viel Skill? Ja, ich bin immer Profi. Bin immer Profi. So, festhalten, genau. Jetzt. Was? Dinge werden passieren, und zwar betrügerische. Er lässt einfach los, also manchmal fühle ich mich verarscht. Dieser Moment ist heute. Ich bin seit fast 7 Monaten mit dir. Ja, es ist einfach krass. Es gibt einige, die da schon sehr lange dabei sind. Der längste bin ich. Bin der längste Kanalmitglied. Oh! Ich hatte den Koopa gar nicht gesehen. Dachte, er ist nicht da. Ach man. F für Armor Controller. Ja, der fliegt bald aus dem Fenster. Ich habe manchmal das Gefühl, der reagiert nicht mehr immer. Der Akku hält auch noch von nur bis Mitternacht. Wie viel Akku hat der noch? Hab den vorhin aufgeladen. Okay, noch ist er voll. Aber der Akku wurde gefühlt echt schlechter mit den letzten Monaten. Der war mal voll gut. Aber so in letzter Zeit, gefühlt in jedem Stream darf ich ihn aufladen. Heute mal nicht. Oi! So, komm. Jetzt aber. Wir halten uns hier fest, Toad. Okay, das ist aber echt eklig. Man muss hier ganz genau springen. Halten sie fest. Und schaffen das dann ganz entspannt. Leute, morgen schon mal für die ersten Leute, die im Stream sind hier, die erste Info. Morgen kommt ein Video, ein kleines Video, wo ihr euch bewerben könnt für etwas, ja. Seid gespannt. Morgen kommt ein Video, wo ihr euch bewerben könnt, ja. Für ein Event. Hier auf dem Kanal, ja. Mhm. Seid gespannt. Morgen irgendwann. Keine Ahnung wann. Im Laufe des Tages. Und hier ist das Ziel. Pius, der Kanalmitglied bin ich. Sprachlernbubble.
Ich habe doch gesagt, der längste. Ich wäre gerne auch Kanalmitglied, aber ich will nicht das Geld meinen Eltern dafür verbrauchen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Das auf keinen Fall. Welches Event bin jetzt da? Das kennst du, Dishan. Morgen kommt dazu das Infovideo, ja. Und Moin an Delta. Hi. Piers persönlich treffen. Nee, wir haben doch jetzt Corona. Hallo? Braucht man da direkt oder bist du indirekt Geld für? Nein, nein. Alles umsonst hier. Alles umsonst. Morgen, da kommt das Infovideo, wo ihr mitmachen könnt. Wird, denke ich, ganz lustig. Also, ich freue mich drauf. Ja. Und, ja. Seid gespannt. Es ist jetzt kein, persönliches Event. Also, es ist ein spielerisches Event, ja. So viel sei gesagt. So, wir machen weiter mit dem Level von Titan Joe Mario Bros. U. Und die Schwierigkeit ist Mitte, ja. Melde dich einfach mal im Stream-Chat. Ja, Pius und bei Louis bin ich 7 Monate Mitglied und bei Blue bin ich 13 Monate Mitglied. Ja, das ist krass. Du bist gefühlt überall Mitglied. Überall am Start hier, ja, 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 ja. Hast du in Zukunft vor, Welten zu spielen? Ich weiß nicht, ich werde immer, es gibt da so viele Level von euch, ne? Die ganze Welt dauert halt lange halt, ne, weißt du? Ich weiß nicht, eher nicht, sagen wir mal so. Und mal an Dilly, hi. Und Titan Joe ist am Start. Habe ihn bisher nicht gesehen. Deswegen keine Ahnung. Also hat es nichts damit zu tun, zum Beispiel für ein Spiel Geld auszugeben. Naja, du brauchst das eine Spiel, um mitzumachen. Das musst du schon haben, ja. Ist das Event Todic? Natürlich, natürlich. Er ist nicht da, okay. Okay, dann machen wir das Level von Starshooter. Der ist da. Okay. Dann mal los. Das erste Mario Bros. 3 Level für heute. Ja. Allgemein, Mario Bros. 3 Level gibt es gefühlt so gar nicht. Kommt mir sehr selten vor. Ja. So, SHF. Bei mir ist gerade schlechtes Wetter, glaube ich. Ja. Es fängt gleich an zu regnen, Leute. Die Erde wird nass. Es fängt an zu regnen. Und dann ist alles wunderschön. Jetzt ist er da. Okay, jetzt bist du da. Okay, dann kommst du gleich dran. Dann kommst du gleich dran. Sag, für welches Game das Event. Du weißt das Event schon. Pius, wenn es Mario Maker Level Tester ist, bedenke, dass ich mein Level geschafft habe. Nee, Mario Maker ist es nicht. Was ist denn hier los? Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das? Bei mir regnet es dauernd. Ja, bei mir seit gestern auch wieder ein bisschen mehr. Weil es gab, glaube ich, locker über eine Woche, wo es gar nicht geregnet hat. Hier bin ich sicher, oder was? Okay. Nee. Aber was zur Hölle ist das? Wenn man keine Hobbys hat, dann baut man sowas. Ah, ja. Und moin an Raphael. Grüß dich. Was ist das denn? Ich meine, man kann es übertreiben, oder? Mit dem Spam. WTF. Wie lang soll ich das machen, bitte? Keiner hat es bisher geschafft. Besiege alle drei Bowser. Nee. Die da oben auch noch. Nee, das kannst du vergessen, ey. Sorry, aber was ist das? Gerade für den Stream, weißt du? Das ist halt, also, langweiliger geht's ja wirklich nicht. Da hast du das falsche Level eingesendet, Kollege. Aber definitiv. Was ist jetzt los? Tut dir gar nichts mehr. Mario Maker? Aber warum? Warum? Vor allem auch noch drei Bowser, die sind ganz oben.
3. Ich wollte nur deinen Arm töten. Ja, okay, aber... Trotzdem. Bitte baut Level, wo ich ein bisschen mehr erleben kann. Alles gut trotzdem, Kollege, alles gut. Aber das dauert ein bisschen zu lang. Und erweitert jetzt nicht so ganz mein Spielerlebnis, ja. Mein Spielerlebnis wird nicht erweitert, wenn mein Arm stirbt. Ich möchte meinen Arm behalten, gerade der rechte, der ist ganz praktisch. Und wo wir vom Spielerlebnis erweitern reden, das nächste Level ist von Pokerface. Bist du am Start? Ja, bist du. Ich freue mich schon auf dein heutiges Meisterwerk. Ich hoffe mal, es wird ein bisschen entspannter. Ja, ja, es ist auch schwer. Ja, geil. Es ist wieder einmal schwer. Aber naja, das heißt ja nichts, ne? Das heißt ja nichts. Nee, nee. So. Wir gucken rein, ja. Hey Pius, wie viele Level sind in der Pipeline? Hallo Kilian Schmidt. Hi. Schon noch ein paar, aber durchaus noch möglich reinzukommen heute. Ach, Tintanjo, ja, der auch noch. Mist, der kommt gleich. Hab ich vergessen gerade. Du bist gleich noch dran, Kollege. Der kommt mir auch noch dran, ja. Der wird dir nicht vergessen heute. Und hallo Daris, hi. Bin hyped auf morgen. Okay, tschüss. Ja, morgen kommt die Ankündigung. What the hell? Ah ja. Unsichtbare Blöcke. Was ist denn das schon wieder hier? Erweitere dein Spielerlebnis mit Nintendo Switch Online. Ja, definitiv. Ah ja. Geht's dir gut, Pokerface? Was ist denn das für ein Beginn hier wieder, ey? What? Ah ja. Hier ist gar nichts außer On-Off-Blöcke. Okay, hallo James. Moin. Und nu? Dürfen wieder runter? Und dann? Hä? Ah, abwarten. Warte mal, abwarten. Ist da jetzt irgendwas anders? Da ist eine Röhre. Da ist eine Röhre, Leute. Eine Röhre. Da müssen wir runter. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir so? Optimal. Mami! Ganz knapp darunter. Bruder. Was zur Hölle ist das schon wieder hier? Also da bin ich mit meinem Latein am Ende. Was ist das? Ich komme da raus. Werd direkt von 20 Hunden angegriffen. Ah ja. Und wofür das da oben jetzt sein soll, das ist mir auch ein Rätsel. Hm. Das ist optimale Pokerface-Qualität. Junge, du wirst euch gespannt. Hä? Was soll ich da machen? So schnell kann ich gar nichts machen, so wirklich. Ich kann nur ganz schnell abhauen. Probieren, zum Beispiel abzuhauen. Ob das was wird, ist die andere Frage. Oh, sehr knapp auf jeden Fall. So, vielleicht ganz schnell, 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 schnell. Also, die anderen Level, die ich von dir gespielt habe, die waren ja, hatten irgendwie noch einen Sinn, weißt du? Die anderen Level hatten von dir einen Sinn. Die waren gut aufgebaut, aber waren schwer. Aber das hier, ist vom Aufbau her irgendwie sehr komisch. Und fair ist auch was anderes. Jetzt regnet es in Strömen. Oh mein Gott, Unwetter. Also wie gesagt, das ist bisher in meinen Augen dein schwächstes Level. Die anderen beiden, die ich gespielt habe vor kurzem, die waren besser. Finde ich zumindest. Ja, unsichtbare Blöcke mag ich schon mal so gar nicht. Und das hier oben ist auch einfach nur unnötig, jedes Mal dahin zu rennen. Das dauert einfach nur Zeit. Ja, also da, das ist hier. Ich habe ja Level Design studiert, ja. Bin ja da erfahrener, als bin ja Bachelor in Art Design, ja, ja. Also ich würde das ja anders bauen, ja. Das geht so nicht. Finde ich in Ordnung. Die finde ich in Ordnung.
So, ganz entspannt. Junge. Hoho, es ist knapp, ey. Hallo Jan Philipp, moin. So, ich kann. Was soll ich hier machen? Die Lava steigt auch noch. What the hell? Das ist mir wirklich zu random, Kollege. Das ist mir wirklich zu random. Deine Level hatten einen Sinn, einen guten Aufbau. Pius war ein paar Streams. Das Level ist nur dazu da, um zu triggern. Ja, triggern ist okay. Aber der Aufbau war besser, okay? Ich zeig dir auch genau, welche ich meine. Ich zeig dir genau, welche ich meine. Ja. Wenn es da mal lädt. So, oh Gott, da ist noch mehr Level. Pius-Version. Okay, lass mich mal spielen. Das will ich spielen. Extra einfache Version für Pius. Die extra einfache Version. Weißt du, hier erkenne ich ein Level-Design. Beim anderen Level erkenne ich wirklich kein Level-Design. Hier schon. Hier weiß ich, was der will von mir. Hier kenne ich einen Sinn des Lebens, ja. Die Pius-Version feiere ich. Jetzt mal gucken, wie einfach die Pius-Version ist. Oh, hier kann man wissen, es gut durch. Das gefällt mir. Ja, hier kann man. Ja, perfekt. Kein ekliges Durch. Ja, wunderbar. Ja, im Vergleich zum anderen Level. Ennis Mom oder Mom, hi. Das hier ist mein Anspruch. Das will ich haben, ey. Das gefällt mir. Das ist schon schwierig genug jetzt gerade hier. Hallo. Oh, jetzt geht's aber los, ja. Es regnet im Strömen. Ey, das ist voll angenehm gerade. Ich meine, lass mal das Fenster auf. Ha! Erfolgreiches Denken. Und dann nicht der Keck. Das ist immer noch ein Bosskampf. Das ist aber nicht einfach. Okay, hab's geschafft. Hört jetzt auch nicht den Regen. Das ist gerade mega. Hoi, da kommt gerade die ganze Badewanne runter. Hoi, 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 hoi. Wird dann noch hochkommen irgendwie. Hallo? Hitbox ist wieder over 1000 heute. Was ist denn das? Ah ja. Ich hau jetzt schon, ey. Das ist aber nicht Pius-sicher. Das ist aber so gar nicht Pius-sicher. Das ist mir immer noch zu schwer hier. Junge, da komme ich halt immer noch nicht hoch. Was ist denn das hier? Der muss mehr nach links, damit ich da besser hochkomme. Oh Mann, was ist denn das, ey? Halt mal dein Mikro ans Fenster. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört ein bisschen. Ha, hatte recht. Da war ein Froschanzug. Ja, aber den, der war eigentlich ein Hindernis. Zumindest in der alten Version. Eieiei. Sind nur Pius Tränen, weil er nichts kann. Lost, ey. Bin Profi. Ja. Oh mein Gott. Nicht runterfallen. Ich hab's geschafft, Leute. So weit war ich noch nie. So weit war ich noch nie. Heftig. Ach komm. Das kann mir keiner erzählen. Hallo. Ey, hallo. Mami. Mami, was ist los? Geh doch da bitte durch. Geh doch da bitte durch. Hitbox. Ich will nicht mehr. Dann geh ich halt woanders lang. Da geht ja auch nicht. Oh nein, ich geh auch noch. Was ist denn das? Ich ruf die Polizei. Hier ist der Boss. Hallo Wilhelm. Wieso geht er da nicht durch? Kein Sprung nach rechts. Ja. Hallo? Das kann mir auch keiner erzählen.
Das war nicht Pius sicher, nein! Die Zeit! Hallo! Wie kann man so welche... Nintendo, was soll das? Weil deswegen hat das Spiel so scheiße verkauft. Genau wegen sowas. Kann mir auch keiner erzählen. Das kann mir keiner erklären. Ich rufe vielleicht in Japan an. Diese Hitbox ist unfassbar scheiße. Da muss der doch durchkommen! Der ist doppelt... Da ist so viel Platz. Komm! Komm! Sneak dich da irgendwie rein. Ach, tot. So fett bist du noch gar nicht. Oder was ist schon wieder zu bei McDrive oder was? Oh, kannst ja gar nichts. Was soll ich denn da machen? Der macht nichts. Was soll ich denn da machen? Jetzt, oh, jetzt blitzt es sogar, ey. Jetzt ist ja... Jetzt geht's los hier. Ich war gerade drin. Oh, jetzt donnert es auch noch. Bombenstimmung. Oh Mann, komm. Bruder. Der macht nichts. Halt den Rennknopf gedrückt, wenn du... Ich springe immer mit Rennen. Zumindest, wenn ich nicht gerade im Stehen-Modus bin. Halleluja! Oh. Mach schnell! Schnell! Scheiß auf den Frosch, den brauche ich nicht. Ich will hier nicht sterben an der Zeit, ne? Komm, Ziel! Ziel! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Und Angelika, bitte schick dein Level in der Beschreibung ein und spam es nicht in den Chat. Vielen Dank. Da ist ja gar nicht mehr auf hier, ey, Hilfe. Dankeschön, Kilian. Die spammt ja nur noch. Was, also manchmal denke ich mir auch so, ey. Hallo Nick Games, grüß dich. Und moin auch an Leo, oder? Was ist das für ein Emoji, Junge? Hände waschen? Ah ja! Hab ich das Level jetzt abgeschlossen? Ich ruf die Polizei. Ich hab das Level geschafft. Und dann zählt es nicht als geschafft, oder? Arme aus dem Fenster, Nintendo Switch Online ist schon wieder heute hier, bombastisch. Prost, meine lieben Freunde. Damit hat das Level offiziell nicht geschafft. Das kann mir keiner erklären. Hallo. Ah ja. Ah ja. Blue hat mir nicht zu viel verraten. Das läuft ja richtig gut hier. Ja, geil. Das hat ja offiziell geschafft, Pokerface, ja. Polizei Hamburg? Ja, richtig. Pius hat wieder Aggressionen. Noch nicht. Pius, sie hat bei Blue heute auch schon rumgespammt. Ah ja. Erweitere dein Spielerlebnis. Komm ja auch nicht mehr raus. Kann wieder nichts machen hier. Nein, das liegt nicht an mir, Tom Tendo Reactions. Mawmaker ist durch mit dem Leben. Wenn es an mir liegen würde, dann würde schon längst, aber schon längst, der Stream lecken. Schon längst. Das hier ist Nintendo. Ja. Kommen wir jetzt gar nicht mehr auf Profil oder was? Nö. Oh Mann! Hallo! Ich mache jetzt hier das Fenster auf. Ein bisschen Regenluft. Oh. Oh, ist aber angenehm hier. Oh. Oh, bist auf Kipp hier. Ja, Fenster auf Kipp. So. Ah, ich bin durch. Krass. So, darf ich jetzt hier gucken oder ist mir das nicht erlaubt hier? Der Stream wäre dann offline. Ja, also wenn das so lange lädt, der wäre schon längst Ende hier bei mir im Stream. Schon längst.
Seit 3 Stunden wäre schon hier das Spiel beendet worden. Das liegt nicht an mir hier. Ist bei mir auch so, ja. Wunderbar, ey. Ach komm, was ist denn das hier heute? Egal, machen wir das nächste Level. Und zwar das Level von Titan Joe. Bist du jetzt am Start noch oder bist du schon weg? Wenn nein, dann kommt jetzt echt dein Level dran. Ja. Hallo, ich bin Master Davis. 1&1 Kundenservice, ja. Wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Soll mein nächstes Level wieder pure sicher sein? Ja, bitte. Aber bitte diesmal auch wirklich. Das Level war eben schon kritisch, okay? Also du musst wirklich jede eklige Stelle rausnehmen, okay? Alles muss sofort machbar sein. Dankeschön. Du bist da, sehr schön. Der Grund, warum Mauermaker floppte? Naja, deswegen nicht. Aber was ist das hier? Ja, wow. Super, ey. Naja, immerhin Levels kann man ja noch suchen. Immerhin etwas. So, das nächste Level von Titan Joe, ja, Sprachen lernen heute hier wieder. Ein Mario Bros. U Level, ja, P5 VW F. Okay. Mitte, ja, das sollte ja wohl möglich sein. Wenn's der mal lädt. Ja, genau, okay. Darf ich... Hallo? Ah ja, vielen Dank. So, warum haben die Server jetzt offline gestellt, oder was? Ich kann gar nichts mehr hier jetzt. N41 DB5. Wäre Blue nicht schon hier gewesen, hat mir das gesagt. Dann hätte ich gedacht, mein Internet ist wieder schuld, aber so. Ich mal nicht. Ach, das ist ein M und kein W. Ich bin lost. Ja, okay, das ist jetzt hallo. Das ist eh falsch. Hallo. Oh. Prost! Es ist so lächerlich heute hier. Es ist so geil. Vielleicht ist es ein Bot? Ah, weiß ich nicht. Seit Tagen sind Bots unterwegs. Seit Bots sind immer unterwegs. So, das nächste Level. Larry's Castle. Ein Castle-Level mit Larry. Okay. Larry, der Typ mit den blauen Haaren, ne? Ja. Nintendo hat keine Lust, dass du Mario Maker 2 spielst. Ja, das glaube ich auch, ey. Das glaube ich auch. Okay. So, let's go hier. Wir schaffen das. Das nächste Level, Leute. Ja, ja. Okay. Mit der Eichel brauche ich auch keine Kugelwillis. Die brauche ich auch keiner. Oha. Viele neue Elemente, wie man sieht. Ja, die Robo-Dinger, Eicheln ohne Ende, sehr nett bisher. Und hier ist auch schon Larry. Larry, komm her. Oh, shit. Larry. Ah, oh, ja, ja. Okay, da kann er eh nicht hoch. Larry, ich bin im Vorteil, ja. Du hast keine Chance. Tada! Profi. Hi, Instamar. Moin. Hi, was habe ich verpasst? Den Animal Crossing Teil und ein paar Level in Mario Maker 2. Ich grüße dich auf jeden Fall. Willkommen hier im Stream. Geht's dir gut? So, und jetzt, wo ist die Tür? War die unten? Anscheinend. Ja, okay, da. Da ist die Tür. Wunderbar. Da mal weiter. Ah, das war's schon, okay. Ja, das war ja wohl wirklich mal easy. Ja, da war echt kein Problem. Das schafft sogar ein Pius. Das war einfach, ja. Aber ganz nett. Kann man machen. So, das nächste Level ist von... warte mal, hier. Das ist mal abkreuzen hier als geschafft. Das nächste Level ist von der Failer. Mario Bros. U schwer. Der Failer, bist du da? Bist du am Start? Nur 2 Stunden geht ja noch.
Mein nächstes Level wird länger, okay. Und moin an Chris. Hi, geht's dir gut? Moin, moin. Und ja, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Würde mich freuen. Und falls ihr neu seid, den Kanal abonnieren. Und moin an Crossings LP. Hi. Ah ja, VIP Level, stimmt. Ich vergesse es immer. Ja, kommt auch wieder. Wir haben heute 3 VIP Level. Ja. Oje. Okay. Dann kommt gleich mal das erste dran. Und der Failer, bist du da? Ich glaube, er ist nicht da. Mal abwarten, ganz kurz, ja. Hab ein Level gemacht, das sind alles Bosse, aber es muss er erstmal schaffen, ja. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Und dir, Chris? Hi. So, er ist anscheinend nicht da. Dann machen wir jetzt das erste VIP-Level, ja. Wird auch Zeit hier. Das erste VIP-Level ist von Domtendo Reactions. Bist du am Start noch? Warst vorhin da? Vor ein paar Minuten? Bist du noch da? Ich like jeden Stream, wenn du Mario Maker 2 spielst. Auch alle anderen, Kilian? Oder nur Mario Maker 2 Streams? Bist du so einer? Bist du ein Only Mario Maker 2 Zuschauer? Das geht aber gar nicht. Das gibt eine Anzeige. Okay, Domtendo Reactions ist da. Dann mal los mit dem ersten Level. Von ihr. Warum immer von ihr? Von ihm. Es ist keine Frau. Immer noch nicht Pius, ey. Mann, ey. Was soll denn das immer, ey? Was soll denn das, ey? So, O. Ne, 0. H. G. Los geht's. So. Level 1, 2. Ein Unterwasser-Level. Bum, bum, bum. Ein Unterwasser-Level. Kritisch. Achso, scheiße. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Oh, shit. Hallo, Hammer Bro. Moin. Okay. Dürfen nicht den Boden berühren. Mami, ich hab Angst. Ich muss die Gumbas erstmal rauslocken, genau. Na komm. Na komm, Gumba, komm her. Gumbi. Kollege? Ja, ist besser so, weil, ne? Man hat hier kaum Platz, dann bin ich lieber klein, ja? Zocke den ganzen Tag nur Animal Crossing, lul, ja? Machst du nur Animal Crossing den ganzen Tag, nichts anderes? Das glaube ich dir nicht. Okay. Erster Raum ist geschafft, ja? Brauche 170.000 für die Brücke. Ach, ist doch gar nichts. Das kann ich ja, 50 mal bauen. Easy. Ich darf die nicht berühren, ne? Ja. Aber ich bin doch Profi. Ja. Oh Gott. Okay, der Typ muss kaputt gehen, ganz schnell. Geh kaputt! Hallo? Okay, bisher kein Problem. Scheiß Bombe. Aber auch die kann mir gar nichts. Ja. Darf ich das Ding aktivieren? Ist das Boden berühren? Nee, ne? Oder brauche ich dafür einen Cooper? Ich habe kein... Applaus in den Chat. Das liebe ich ja immer, wenn ich getroffen werde durch Röhren, wofür ich nichts kann. Ja, geil. Das erweitert mein Spielerlebnis. So und nicht anders. An die Koopas ändern mich gar nicht. Naja, egal. Wir sind schnell wieder da. Hoffe ich. Dass es ganz schnell geht. Naja, entspannt. Hallo Tim, moin, wie geht's? Geht's dir gut? Hast du auch ein Level für mich? Ein Qualitätslevel. Der ist auch weg, sehr gut. Ein schönes Qualitätslevel. Also jetzt müssen wir aufpassen auf die Bomben. Was muss ich mit den Bomben machen? Muss ich die irgendwie benutzen? Bin mir nicht so sicher. Ah ja, also keine Stampfattacke, nein. Mit der Bombe. Ah ja, oh Gott.
GG, ist das jetzt alles? Sind wir im Ziel? Wenn ja, dann hätte ich es auch ganz einfach im ersten Versuch schaffen können. Oh shit. Alles wird gut. So. Ist hier das Ziel? Man weiß es nicht. Wenn du meine Level spielst, dann wird es schwer. Oha. Ziel! Oh, knapp. Das wär's, wenn man da irgendwie außersehen auf die Plattform vorkommt. Eieiei. Aber schönes Level. Nicht zu schwer. Aber die Bombe da war nicht so fair. Bei der Röhre. Aber sonst ganz nett. Das war nicht so schwer. Das kriegt man hin. So, jetzt kommt das nächste Level von... Wir haben jetzt hier den Doppel-F04. Bist du am Start? Wenn ja, melde dich einmal kurz hier im Stream. So, Level haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, es läuft. Ja, ja, es läuft. Es läuft, es rennt, es läuft. Ja, ja. Ja, 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 ja. Bin da, sehr schön. Dann kommt jetzt dein Level dran. Du hast mir eingeschickt ein Super Mario 3D World Level. Ein schweres, okay. Ja, mal gucken. Und danach kommt wieder ein... Nee, danach noch nicht. Alle drei Level machen wir VIP. Ja. So. 2GJ9WF. Und ja, morgen kommt ein kleines Infovideo, Ankündigung zu einem Event, wo ihr alle oder zumindest viele von euch mitmachen können. Seid gespannt und behaltet eure Abo-Box morgen im Blick. Ja, ja. Das wird hoffentlich sehr schön, ja. Wird ein schönes Event und wird allen Spaß machen, hoffe ich. So, das nächste Level. Ein Castle-Level in 3D World. Pierce, anscheinend hast du doch mehr Skill, als ich dachte. Also die Level, die ich jetzt geschafft habe, waren ja auch einfach, Kilian. Aber klar, 100 Euro ist immer schön. Für den Skill, ja, ja, ja. Ich habe mir jetzt Skill-Bonbons gekauft, ja. Erstmal zu Penny und Bonbons gekauft für den Skill, ja, ja. Deswegen wäre ich jetzt so besser. Weißt du, ein Bonbon kostet... Ich habe nichts gesagt. Ein Bonbon kostet 100 Euro, ja. Reicht für einmal einnehmen, ja. Dann ist er wieder... Der Effekt ist danach wieder weg, ja. Okay. Entspannt. Ich dachte, sie sind aktiviert, aber nee. Oh, Forst, der hat mich geschubst. Wie im Kindergarten. Der hat mich geschubst, der Kek. Skillbonbons Anti-Toad-Pille. Ja. Gegen Schwangerschaft, Leute. Nimmt die Pille. Okay, obwohl, ja, so Pilz. So ein Pilz hätte ich schon ganz gerne. So als Kind, ja. So ein kleiner Toadie. Ist ja schon süß, ja. Wäre schon süß. Ich leake hiermit, dass morgen beim Infovideo als Gameplay-Hintergrund Mach 8 laufen wird. Nein, das ist falsch. Haha. Das ist eine Fake News. Ich könnte die Polizei rufen. Weißt du, Kia sagt gerade so, es läuft skilltechnisch ganz gut. Was passiert? Der absolute Tiefpunkt. Es geht einfach gar nichts mehr voran hier. Kilian, am besten sagst du darüber nichts. Ich enthalte mich. Ich sag dazu nichts mehr. Random Flammen aus der Lava. So erweitere ich mein Spielerlebnis am liebsten. Ja, ja. Ja, ja. So. Arme aus dem Fenster und that one weird Pikachu. Moin, Servus, moin. Moin, Kollege, was geht? Ich grüße dich. Hier. Dann zieh ich 100 Euro Donation zurück. Ey! Dann weine ich. Immer diese Ehrenlosen, ey, ja, ja. Aber ich hab dir schon ausgegeben für, wie gesagt, ne, Penny Skill Bonbons, ja, ja. Nein! Ey, ich konnte deswegen nicht springen. Spaß, ich weiß. Ich fühle mich hier nur verarscht gerade. Es läuft gar nichts mehr. Ah, komm, die Flammen waren unfair, okay? Random Bowser, oder, nein, nicht Bowser, random Flammen aus der Lava sind
nicht so fair, ne? Okay, alles wird gut, alles wird gut hier im Kinder. Ach ne, die sind gar nicht random. Die sind gar nicht random. Hier, an den P-Switch-Blöcken kann man erkennen, wo die kommen. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich war nur ein bisschen zu doof, das zu sehen. Ich nehme alles zurück. Genau, ich schreib's auch gerade. Streamst du morgen wieder Mauermaker? Ne, morgen kommt halt, wie gesagt, das Infovideo, wo ihr alle mitmachen könnt. Zumindest einige von euch. Und eventuell Sonntag. Sonst halt Montag. Montag auf jeden Fall kommt ein Stream. Mal gucken. Aber morgen jedenfalls nicht. Ah, Katzenglocke. Sehr schön. Und jetzt? Ah ja. Wir müssen die Wand hochkraxeln. Und zwar sehr knapp. Oh, Junge. Da kommen Flammen, alles klar. Und jetzt runter. Oha. Oh nein. Da kommt ein bisschen zu viel. Oh nein, oh no, oh no, oh no. Okay, wir haben es geschafft. Was ist da oben? Ist da was? Oh, kein Secret. Okay, das ist enttäuschend. Das gibt Abzüge in der B-Note, ja. Bin wieder da, war kurz erst. Lahai, zurück, Dilly. Oh, Kamek. Haha. Oh. Oha. Gibt es einen Checkpoint? Jetzt müssen wir Kisten bauen. Als Brücke. Oha. Dann wirst du Sonntag das am wenigsten sichere Level aller Zeiten spielen. Oha. Oh, kritisch. Obwohl. Einen mache ich noch dahin. Nein, nicht so. Okay. Bruder. Oh. Junge, wie knapp das ist. Ich habe so Angst hier. Oh nein, ich brauche noch mehr. Oh, Skill, Leute. Skill. Schon Animal Crossing gezockt? Ja, ich habe da das Event gespielt mit der Mai-Insel, ja. Skill. Over 1000. Es läuft. Zum Glück gibt's hier unendlich Hämmer. Okay. Wofür ist dieser Schalter da? Oh, Kollege. Ah, da gibt es einen Schlüssel. Okay, gut zu wissen. Da ist die Flamme. Und jetzt können wir hier durch und in die Schlüsselbox. Perfekt. Oh nein, Bomben. Nein, nein. Das ist ein Checkpoint. Okay. Aber als ob. Mann, diese. Oh, als ob das da war, ey. Ah, Mann, das war so skillig hier. Mann, auf einmal kommt so eine dumme Bombe, die hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Und da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Auf einmal ist das so eine dumme Bombe. Ja, geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Würde es nicht noch sein Level einzusenden? Weiß nicht. Ein paar Level haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Belastend. So, aber komm. Bin ja Profi. Ja, und jetzt? Ah, ja. Das ist natürlich fair. Ja, super. Die Pluralform von Hammer ist Hammer. Ja, ein anderes Wort gibt es da nicht, ja. Da hast du in Deutsch aufgepasst, ja. Belastend. Yes, Leute, Daumen hoch. So und nicht anders.
So nicht anders, ey. Lächerlich. Lächerlich. Ja. Aber das Eva schon wieder Betrug, ey. Pius, wir machen es so pro Stunde, pro Tod eine Sekunde. Eine Stunde oder Stream. Oh, eine Stunde, ja, moin. Ja, der wäre ich ja schon beim 14 Stunden Stream. Aber safe. Ja, ja. Er ist so fies, man muss immer aufpassen. Die letzte Kiste verschwindet immer. Das ist sehr fies. Okay, jetzt kann mir nicht mehr so viel passieren. Oh, okay, okay, okay. Alles gut. So nicht, Kollege. Na komm, nein, ich muss da schnell hin. Als ob. Oh. Komm, die Feuer, die Flamme killen. Sehr gut. Dann kann die mich nicht mehr nerven. Pro Fail 5 Minuten länger. Naja, ich habe ja euch keine. Ich sage euch ja nie, wie lange der Stream geht. Deswegen bringt euch die 5 Minuten absolut nichts. Weil ihr ja nie wisst, wie lange ich streame. Deswegen bringt euch die 5 Minuten rein gar nichts. Ja, ja. Okay, so. Bombe warten wir jetzt ab, ja. Okay. Was ist da oben? Was ist da oben? Okay, noch ein. Jetzt aber. Brückenbauer tot, ja. Ui, ein Bonusraum. Mit One-Ups, Geld und 3 One-Ups. Sehr schön, ja. Übrigens, meine erste Welt von meinem eigenen Game ist jetzt komplett fertig. Oha, okay, ja, nice. Das ist die Bombe. Die Drecksbombe, die mir jetzt 10 Minuten gekostet hat. Weil ich mit der einfach nicht gerechnet habe. Ja, geil. Oh, Junge. Oh, ein Spike. Noch einer. Aber kein Problem. Aber wo ist jetzt der Schlüssel? Bonusraum, ja. Hier ist eine Coin, okay. Ah ja, wir müssen Coins sammeln, okay. Ja. Bei Edeka gab es die gleichen Corona, Cola, Vanille und Kirsche mit Zucker. Hype. Ach, die geilen. Ah. Du trinkst Corona, Cola. Oha. Das ist aber nicht gut. Du stirbst, Kappa. Ein Bonusraum mit einem One-Up, Items und 3 One-Ups. Plus 2020. Ich wollte gucken, ob das jemand merkt. Und natürlich... Ja, das fällt jemand auf, ja. Die Hammer sind einfach der Hammer. Ach, da ist aber jemand lustig unterwegs. Noch eine Coin, ja. Da ist einfach mal gar nichts, das ist ein Fail. Das hier auch. Sonst gab es die immer ohne Zucker und die sind shit. Aber ohne Zucker ist gesünder, ja. Hier ist auch nichts. Nein! Oh! Da ist das Tod, der Tod, ey. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach da hinten irgendwie. Also nach da und dann nach da. Dann nach oben, würde ich mal sagen. Dann hier lang. Ah, nicht da lang. Okay. Und man an Silvo, hi, 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 hast du verpasst? Kommt drauf an, was für dich verpassen ist. Auf jeden Fall haben wir schon die Animal Crossing Mai-Insel gespielt. Und geschafft. Und wir haben schon einige Level hier geschafft, ja. Und Zucker gleich Süßstoff, ja. Nein, nicht unbedingt. Es gibt da auch noch ein paar andere Sachen. Allgemein, ich trinke kaum Cola. Also ich mag auch Cola nicht wirklich, ja. Der Schock eures Lebens jetzt hier, ja. Also Cola trinke ich eigentlich nie. Bin bekifft, deswegen. Ah ja. Also Cola trinke ich eigentlich nie. Ich trinke eher so Apfelsaft. Ja. Oder Wasser. Aber Cola eigentlich gar nicht. Nee. Mag ich nicht so. Ja. Euer Schock jetzt hier. Der Schock des Tages. Checkpoint. Und oh nein. Bowser.
Gibt's hier noch ein Item? Hallo? Hallo? Bruder! Spawn hat erst in einer halben Stunde. Oh nein, mit Hammer besiegen, ernsthaft? Oh, was war das denn? Top 10 Momente, wie man sein Level zerstört. Platz 1. Ein Bowser einbauen, den man mit Hammer zerstören muss. Und dann auch noch so bescheuert, dass hier einfach kaum Items kommen, weil der immer da am Campen ist, der Typ. Die Stelle hätte jetzt echt nicht sein müssen. Sowas hasse ich ja mal wie die Pest. 300.000 Mal auf einen Typen hauen. Dann kommt da nicht mal was raus, ey. Na komm! Die müssen oben sein. Baut die Röhren nach oben. Ja, da kommt immer was raus und nicht nach unten die Röhren bauen. Immer nach oben. Weil Bowser kann die hier einfach einnehmen. Da habe ich verkackt. Obwohl, ich glaube, das kommt dann trotzdem. Aber trotzdem, das ist oben besser. Oben ist es besser. Und allgemein hasse ich Bowser in 3D World. Also Bowser in 3D World ist so nervig. Er haut ab immer, macht hier immer einen auf King und regt einfach nur auf. Und dauert eine halbe Stunde. Ja. Das Level war gut, bis hier. Bis hier. Oh nein, ich will nicht sterben, ne? Bruder. Das war knapp. Na, endlich. Aber doch der Große, der Fette. Auch noch der ganz Fette, ey. Der braucht nochmal 2 Millionen Schläge mehr. Ja, wie gesagt, Level war gut. Bis zu Bowser. Das war nichts. Weil... Das ist für mich kein Bosskampf, wenn du einfach nur hauen musst. Das ist irgendwie Zeitstreckung, mehr nicht. Alles war gut, bis auf der Bowser-Kampf. Ja, das ist hier meine Bewertung. Ohne Zucker ist gesünder, zur Süßstoffmittel ist gesünder. Pio ist der Ernährungsexperte. Ja, weiß ich ja nicht, dass da jetzt Süßstoff drin ist. Also ich trinke ja Cola eigentlich nie. Es gibt auch bestimmt Cola, wo gar nichts von beiden drin ist. Keine Ahnung. Bin hier kein Lebensmittelprofi. So, das nächste Level ist ein VIP-Level. Und jetzt haben wir das Level von Kilian. Kilian, du bist dran. Was hast du denn heute Schönes gebaut, Kilian? Da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt. Was hat der gute Kilian heute gebaut? Ein Mario Bros. Level und es soll leicht sein. Ah ja, Kilian, es soll leicht sein. Welt 1-1 Item Jump Tutorial. Schwierigkeit 1 Stern. Collect, man soll alle Red Coins sammeln. Und wir kommen in der New Super Challenge World. Oha. Oha. Wann komme ich? Ich weiß es nicht, Wilhelm. Du hast recht, aber ich wollte... Bowser gerne reinbringen. Ja, der Bowser aber irgendwie anders. Keine Ahnung. Oder Bumbung. Weil ich weiß, Bowser ist hier irgendwie blöd in dem Style in 3D World. Weil irgendwie, ne, da geht so ein Hintergrund und so. Den kann man nicht so gut wie in anderen Styles irgendwie vernünftig einbauen. Finde ich zumindest. Oder eine Fluchtszene oder so. Das hätte ich besser gefunden. So, Item. Tutorial und ein neuer Abonnent. Ey, was ist denn hier los? Und Toni, hi! Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei Team Toad. Grüß dich. So, wir gucken mal. Das erste Item ist das Schwert. Also Link, okay? Toad wird zu Link. Oh mein Gott. Oh. Was muss ich hier machen? Ah ja. Der Goomba muss kommen. Ah ja, okay. Goomba muss kommen. Erfolgreiches Denken. Aber wofür sind diese anderen Dinger da? Okay, Bombe.
Und nix lost, Dishan. Ich hab's doch gemacht. Sofort. Was du willst. Du musst erstmal das Level angucken. Ich bin kein Hellseher. Und war ein bisschen verwundert über die On-Off-Blöcke da oben am Rand. Links und rechts, also wofür? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie ein Gumba kommt. Ah ja. So, weg mit den allen hier. X-Tour, wo ist TT? So, erster Checkpoint, entspannt. Einfach abonnieren, das ist das Beste, und streamen liken. Ja, hallo Toni, willkommen, ich grüße dich. Immer eine gute Sache, ja. Hier gibt's Mauermaker und Animal Crossing, ich grüße dich sehr. Und morgen kommt ein schönes Community-Event, wo jeder mitmachen kann. Ich kann überhaupt nicht reden, oder? Wo jeder mitmachen kann. Sprachen lernen ist am Start, ja. So. Ah ja, und jetzt, was können wir da jetzt machen? Ah, hier. Aufladen. Ja, ja. Aufladen, ja. Y drücken. In die Hocke gehen. Und dann hoch. Ja, ja. Oh nein. Wie soll das denn jetzt laufen? Ah, da kommt ein Kugelbilly. Okay, ja gut. Nein! Er ist da irgendwie so ein bisschen abgerutscht. Wie viel Uhr? Was meinst du mit wie viel Uhr? Es ist gerade 17.56 Uhr und 18 Sekunden am Freitag, dem 1. Mai. Guten Tag. Willkommen zu Ihrer Uhransage. Das kann nicht wahr sein, ey. Das Level ist einfach. Das müssen wir schaffen. Yes! Gumba? Ah ja! Nur noch 200 Level auf endlos leicht, dann habe ich endlich 10.000 Level. Junge, bist du hobbylos? Falls man einen Raum davor macht und dann blau aktiviert, dann ist man softblockt. Ah, okay, alles klar, Kilian. Nein, wie viel Uhr? Ah, nee, morgen kommt nur das Infovideo. Morgen ist nicht das Event. Morgen ist nur das Infovideo zum Event. Ne? Seid gespannt? So, Checkpoint. Und ab in Raum gleich, Raum 3 gleich, ja. Was gibt's da? Der Schuh. Okay. Der Schuh. Und moin an Michael. Hi. Da ist er. Der tolle Schuh. Der mich erstmal trifft. Ja, geil. Und ich bin da mal für heute raus. Schönen Abend noch euch. Noch als Ladung Tandem Reactions. Ich kann heute reden. Tandem Reactions. Tschüss. Nein. Stopp. Oh, shit. Oh shit. Ganz schnell. Sprachen lernen. Babel. Tschüss zum Turn Reactions. Hau rein. Oha. Komm, erster Versuch. Erster Versuch. Erster Versuch. Komm. Nein. Hallo? Hallo? Was ist das hier? Betrug. Wieso ist der immer da? Alles wird gut. Okay. Es ist ja einfach hier. Ist 1-1, ne? 1-1. Raus hier. Schnell. Schnell. Wo ist das Ziel? 50 Sekunden noch. 40 gleich. Exit. Da ist das Ziel. Mhm, Kilian, erster Versuch. Mhm, bist du stolz auf mich? Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Sehr schön. Das lief doch super, oder Leute? Sehr schön. Ja, das war einfach. Welt 1-1, ja. Das kriegt sogar ein Piusen. Ja.
So, das nächste Level ist von Wilhelm, Yoshi Boy, Mario World. Bist du am Start? Wenn ja, melde dich einmal ganz kurz im Stream. Es war Mindesterwartung. Ah ja. Sage doch, es ist leicht und du hast mir nicht geglaubt. Schäm dich. Ja, bei dir weiß man ja nie, ne? Also, was du so leicht und mittel siehst, ist für mich ganz was anderes vielleicht. Aber diesmal war es wirklich leicht, ja? Diesmal war es wirklich leicht. Bin da, moin. Hi, hi, hi. So, warum ist denn da? R 1 W 1 XK und M7G. Mario World und Mitte. Ja, das soll doch gehen, oder? Super Mario Hard Play Oh Gott. Das ist ein Remake. Das Remodel, okay. Ah ja. Ja, gucken wir mal rein. Er hat also ein Level aus dem Story-Modus remaked. Aha. Aha. Ja, gucken wir mal rein. Das soll ich doch hinkriegen. Ich meine, hab den Story-Modus ja gespielt. Und Mona Benjamin, hi. Grüß dich. Ja, easy. Easy. Das ist gar kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür einen Stern geben soll, weil es hat irgendwie keine eigene Idee halt, ne? Ich hätte es besser gefunden, wenn du einfach selber ein Level gebaut hättest, also im selben Stil, aber ein neues. Finde ich zumindest. Aber für den Aufwand des Remaken bin ich mal ganz gnädig, ja. Aber lieber ein neues Level. Finde ich zumindest. So, machen wir weiter mit dem nächsten Level. Und zwar jetzt ein Level von Jan Philipp. New Super Mario Bros. U. Schwer. Bist du da, Jan? Ja, da bist du, ja. Wunderbar. New Super Mario Bros. U, genau. F 4 W W R X C 8 G. Okay. Gucken wir mal rein. Ob ich dasselbe auch schaffen kann. Ja. Mein letztes Level hast du verbessert, okay. Hast du vor, mal einen Gegeneinander-Modus zu streamen? Habe ich schon öfters gemacht. Ich denke aber heute eher nicht so. Aber ja, warum nicht? Kann man wieder machen, ja. Castle of the Koopalings. Oh Gott. Das ist ja kritisch. Machen wir ja Fenster zu, dann trägt das den auch rein, bald. Hab's verbessert, okay. Da bin ich sehr gespannt. Und die Facecam kommt eher bei so Special Streams, ich weiß nicht. Und wenn ich mal wieder beim Friseur war. Da haben wir mal noch zu, ey. Er hat's verbessert, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Kriegst jetzt Power-Ups nach Fels, okay? Aber auch bei jedem Boss oder da nicht? Das ist die Frage. Hm. Wir werden es euch sehen. So, bumm. Tschüss, Kollege. Da bin ich sehr gespannt. Wow. Ha. Ich bin Profi. Und Kilian, bist du stolz auf mich? Ich habe heute dein Level geschafft, ja. Ein Highlight in meinem Leben. Treffer Nummer 2. Oh ja. Ja gut, die ersten zwei Bosse waren auch sehr einfach. Dann wurde es ein bisschen kritisch. Ja, jetzt am dritten. Das System alle drei Bosse Power-Up bleibt. Okay. Ja, geil. Ah ja.
Ja, damit habe ich mich jetzt wieder beerdigt gerade. Jetzt meine Hoffnungen alle wieder weg. Oh. Mami, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich bin gespinnt. War ja auch einfach, ja. Ein bisschen Stolz ist da. Dieses Mal wird es schwieriger. Kommt denn ein 2, Kilian? Kommt denn ein 2? Ja, wer weiß, wer weiß. So, der nochmal. Der ist... So nicht. So nicht. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Der Betrug ist nicht okay. Das ist eine Frechheit. Ja. Eine bodenlose Frechheit ist das hier. Immer diese Level von Jan Philipp. Jan Philipp, krieg ich 1 Million, wenn ich schaffe. 1,5 Millionen! Ja, so viel hast du bestimmt auf dem Konto, oder? Wie in einem Crossing. Ja, ja. Ja, ja. So. Der soll mich jetzt nicht treffen. Ich brauche meine Items für später. No. Passt. Nee, ist zu einfach. Wir springen gleich zur Welt 3 rüber. Okay. Welt 3 ist also nicht zu einfach für mich. Okay. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. In der neuen Version bekommst du jetzt die Blume nach dem Checkpoint Fails. Das war deine Kritik. Ja, das ist auch Bullshit. Ich meine, wenn man mit der Blume zum Beispiel nicht überlebt, wieso denn als kleiner Mario? Also das war ja auch ein Fehler von dir, Kollege. Das war ein Designfehler, ja. Das geht so nicht. Betrug! Es war ein Müll! Hitbox ist heute wieder am Brennen hier. Und damit ist nicht der Streamdienst gemeint. Die gibt's gar nicht mehr. Hitbox, Bruder. Manchmal muss ich ganz dringend los. Ein Herz für Tod. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Auf mir sitzen. Ich bin ja auch im Stress, okay, Gamelgoss? Ich muss mich hier körperlich sehr anstrengen, ja? Es ist hier nicht leicht, Kollege. Mach nicht diese jetzt hier. Konzentriere dich, okay. Ich konzentriere mich. Ich beruhige mich. Alles wird gut im Kinderwunderland. Alles wird gut, wir beruhigen uns. Oh nein! Der Typ kann gar nichts. So, und der zweite, der kann jetzt hoffentlich auch nichts. Eier! Eier. Mhm. Interessant. Das gefällt mir. Das kriegt ein Like. Like für diesen Koopaling, Leute. Das ist ein Cake. Oh, okay. Hey, immerhin groß, ne? Du spielst hektisch, mach ich immer so. Das ist mein Spielstil, ja? Hektik gehört dazu. Zeit ist Geld. Ich will vorankommen. Ja. Oh, Erfolg erst denken. Komm, das erste Mal will ich den schaffen. Ist es wirklich das erste Mal? Nee. Nee, nee, ich war schon viel weiter. Nee, nee, das laber ich schon scheiß. War schon viel weiter. Bam. Hektik wird immer bestraft. Nicht immer, aber oft, ja. So, hier gibt es jetzt die Blume. Sehr schön. Und da nochmal eine. So, da ist jetzt der lange. Okay. Der lange Lulatsch, der kann auch nichts. Bist ein langer Lulatsch, der nichts kann, ja. Das sagen zwar einige Zuschauer zu mir, aber... Ist ein anderes Thema, ja. Ist ein anderes Thema, ja. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt ist erstmal der lange Lulatsch dran und dann sehen wir weiter. Kollege, stirb einfach. Sehr gut. Wir sind groß, ja. Nicht klein, wir sind groß. Das ist schon mal ganz gut. Für den Keck jetzt hier. Ich erweitere mein Spielerlebnis.
Ich erweitere mein... Ach, übrigens, Bios, im Gegensatz zu dir habe ich Gamertot selber innerhalb von 5 Minuten geschafft. War voll einfach. Ja, für dich. Das wundert mich auch nicht, Kilian. Für dich. Für dich ist alles einfach, gefühlt. Ah ja! Der Typ verarscht mich hier. Ugh. Unsympathisch. Man kann sich nicht unterhalten mit dem. Die Kettenhunde, die können da gar nichts. Die sind überhaupt keine Gefahr. Die lache ich aus. Die sind so unfähig, die, ja. Sind mehr Deko als alles andere. Ja, geil. Hitbox von meiner Oma. Bei Iggy ist es empfehlenswert, die Blume zu nutzen. Ja, wenn man sie dann hat, ne? Huh! Ah ja, gut. Neuer Versuch. Immerhin gibt's ja jetzt die Blume. Die wird mein Leben bereichern. So, alles wird gut. Mittig bleiben. Ist immer gut. Und nicht die Blume verlieren. Nice, 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 nice. Nicht die Blume verlieren. Sehr gut. Wir haben die Blume, Leute. Wir haben die Blume. Augen auf tot, genau. Warte mal. Erfolgreich denken. Erfolgreich denken, meine lieben Freunde. Deswegen habe ich hier das Premium-Abo bei Pius. Erfolgreiches Denken. Noch einmal. Ist das so gewollt? Oh nein. Konnt's gar nix. Komm her. Komm jetzt her. Hä, wie lange hält der bitte aus? Betrug? Hallo? Hallo? Cheater, ey. Der kommt ja jetzt gar nicht mehr. Na endlich. Ist da jetzt ganz entspannt. Nicht treffen lassen. Und darunter. Sehr gut. Unfair. Nee, das ist erfolgreich. Denk mal, liebe Freunde. Jan, hast du gerade ein Like weggenommen? Ich sehe das hier alles. Ja. Oh shit. Ich denke erfolgreich. Nein, ich cheatet. Nicht du auch. Ich muss mich gar nicht dahin trauen. Ich bleib da einfach stehen. Komm runter. Yes. No! No! Checkpoint! Ich sehe, da gibt es was zu erschweren. Ja. Aber mir doch egal. Hab das Level gleich geschafft. Erfolgreich denken. Oh, da ist noch eine Blume. Ludwig! Oh nein. Ja, geil. Was ist denn da links? Ich hab keine Ahnung. Geh da mal rein. Ach, da müssen wir rein, weil wir den Schlüssel haben, okay. Oh mein Gott. Ja, moin. Aber sonst geht's dir gut, oder? Junge, was ist das hier? Ich hab gespinnt. Was soll ich machen? Und trotzdem verliert er das Vorhaben. Ja, das war gerade echt belastend. Ja. Wie lange streamst du noch? Mein Bruder wollte mit mir raus. Du kannst gerne rausgehen, also. Ich erinnere dich da nicht dran. Wo wollte denn hin? Hat er eh alles zugefühlt. Wenn du raus, wenn er rausgehen wollt, dann geht gerne raus. Er ist tot! Oh. Geil! Man kann zwischen den Plattformen wechseln, das weiß ich, aber ich bin viel zu stressig. Toad bleibt entspannt. Er möchte mit möglichst wenig Arbeit den bestmöglichen Sieg. Ja. Bam.
Das war doch gut. Fußball auf der Wiese. Okay. Darf man es überhaupt? Ich meine, die Spielplätze machen doch erst wieder auf, oder nicht? Rekord! Rekord, Leute! Rekord! Jan, was sagst du dazu? Ich habe hier einen Rekord aufgestellt. Ja, es läuft. Wir haben es alle geschafft. Okay, zwei Leute. Rekord! Ja, na, jetzt bist du hier echt schockiert, ne? Ja, ja. Ja. Millionen auf dem Konto, ich sehe schon kommen. Ja, 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 ja. Jetzt eher krass, ne? Wie alt bist du? Ich bin 18, ja, voll alt schon. Im Garten, ja gut, im Garten, dann viel Spaß. Bei mir regnet es zwar immer noch, aber bei dir ist wohl schönes Wetter. So. Auch das Level ist geschafft. So, das nächste Level ist von Instamar. Mario Boss U. Bist du am Start noch? Und ja, melde dich einmal kurz hier im Stream. Bist du am Start? Kannst du mich hören? Und wie immer ist mein Handy im Stream leer. Man kennt ihn. Ja, du bist da. Sehr gut. Dann kommt jetzt dein Level dran. Was haben wir hier? B, P0, 1, Nintendo DS und 7, 0, G. Mario Bros. U, Mitte. Ja, mal gucken, ob das Level einfach ist. Gib Gummi. Sei schnell, aber suche den Schlüssel. Okay. Ja, mal gucken. Bin da, ja. Ja, mal gucken, ob ich schön Gummi gebe, ja. Wir werden es sehen. Ah, okay. Beeilen Tod, renn um dein Leben. Was sollen die Münzen wieder sagen? Bin überfordert. Brauche ich alle Münzen oder was? Okay. Ich glaube, ich brauche alle Münzen. Ich hab da so die Vermutung. Ah ja. Aha, da ist sogar eine Münze, okay. Da oben. Haben die Münzen auch schon so ein bisschen verraten, ich weiß. Da ist eine Münze, aha. Da oben ist auch was, oder? Ah ja. Dann mal gucken. Du brauchst alle Münzen, okay, okay, okay. Na gut, das hat nicht so viel mit Gummi zu tun, oder? Also Gummi, also schnell sein. Ich meine, man muss sich hier umgucken und nicht durchrennen, aber okay. Oh no. Oh, scheiß Goomba. Aber da geht's weiter, okay. Gibt's da die nächsten Coins? Erfolgreiches Denken. Genau. Da ist die nächste. Wohin jetzt hin? Hä? WTF? Die roten Münzen, ja, die roten Münzen. Die roten Münzen sind immer ein Problem im Leben. Die roten Münzen wollen einen fertig machen. Ja, ja. Aber was auch immer da jetzt schiefgelaufen ist eben, ich verstehe es nicht so ganz. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das macht mich traurig. Ja. Die roten Münzen sind schön. Aber wo ist die letzte? Und das ist ja auch belastend. Scheiß Goomba, ey. Der Betrüger. So ein Betrüger ist das. Ist hier noch was? Ne, da ist die Coin, okay. Komm. Okay. Warte mal, ich mach's am besten so. Was? Die zweite übersehe ich immer, als ob. Als ob. Wo ist denn die? Als ob, ey. Wow. Was? Die zweite übersehe ich immer. Machen wir mal gucken jetzt hier. Ah, ich hab's schon gesehen. Die ist da unten. Komme ich denn da hin?
Ah ja. Oh ne, ne? Was ist das denn? Wieso gibt es da einen ersten Pilz? Dann kommt man da gar nicht durch. Ey, das ist halt nicht gut. Da bin ich ehrlich. Was soll das? Ich hab die Münze echt nicht gesehen, Kilian. Ich hab die echt nicht gesehen. Als ob. Aber das ist nicht so geil. Weil, ne? Wie soll ich da hinkommen? Da muss ich ja erst hier rein. Die nehmen. Und dann nach oben und den Propeller holen. Anders ist das nicht möglich. Das ist nicht so gut, finde ich. Das gefällt mir nicht. Es gibt Abzüge, ja? Ich benote dich. Es gibt ein Minus. Oh nein. Oh nee, ne? Okay, von oben. Wir kommen von oben. So. Na komm. Dude. Du Kekelule. Kennst du Aktenzeichen XY? Ja, gucke ich ganz gerne. Läuft das heute? Ne, heute ist Freitag. Vergiss es. Aber ja, gucke ich ganz gerne. Im ZDF, im Fernsehen, ja. Krass, ne? So, hier oben war nichts, ne? Nee. Jetzt kommen wir Mittwoch. Mittwochs, ja. So, so machen wir das jetzt hier. Dann so. Und dann sind wir alle hohoho, wieder glücklich. Hoffe ich. Ist rot gut? Ja. Oh ne, ne? Am besten einfach klein werden. Kilian! Hier hat jemand dein Level geklaut. Richtige Kilian-Stelle. Aber da ist das Ziel. Pius gibt ein Minus, ja. Wir haben es geschafft, Leute. Nein, Pius, am 6. Mai beginnt wieder... Okay, am 6. Mai. Ah, in 5 Tagen, ja. Stabil. Erster, ja. Ja, war ganz nett. Aber die eine Stelle war nicht so gut, ja. Ey, meine Level-Idee, ja. Erfolgreicher Denker. Ich habe mich extra treffen lassen, damit ich da klein durchkomme, ja. Das, meine lieben Freunde, ist erfolgreiches Denken, ja. Kannst du an die Fälle vom 15. April noch erinnern? Es ging da wie immer um einen Juwelier, der überfallen wurde. Über irgendwelche Tresore bei einer Bank, also Bankautomat wurde aufgesprengt. Über vermisste Kinder. Und über eine Frau, die 3 oder 4 Personalausweise hatte. Siehste, Michael, ich kenne mich noch aus, ja. Ich bin hier Profi. Ja, und das war's für heute, meine lieben Freunde. Ich sag tschö mit Ö. Und hier ist meine Level-ID, meine Baumeister-ID. Spielt gerne meine Level und lasst ein Like da, genau wie im Stream. Ja, das war's für heute, fast 3 Stunden, 2,5 Stunden. Morgen kommt ein Infovideo. Verpasst das nicht. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein. Und Dankeschön an jeden fürs Dabeisein heute. Und Riesendanke an Kilian für die 100-Euro-Donation, Junge. Das war krass. Ich danke dir sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi, Toads. Haut rein. Tschüss.